Okay, ihr Lieben, ich glaube, dann können wir mal starten. Die draußen brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Vielleicht macht man die Tür wenigstens zu. Wollt ihr die zu haben? Ich kann es auch auflassen, mir ist das egal. Mir stört das nicht. Also Krach kommt ja nicht da rein. Na, da steht zu viel rum. Wir lassen die auf. Wir machen es. Ja, wie ich es gerade schon geschildert habe, ich stelle euch heute die Initiative Geflüchtete Willkommen in Bielefeld vor. Aus verschiedenen Gründen. Einmal den Aspekt, den können wir aber, denke ich mal, hinterher, es wird gleich rund 45 Minuten dauern, können wir hinterher nochmal erörtern. Insbesondere, was man von politischer Seite tun kann, um, wenn man schon nicht so eine Initiative gründet, bestehende Initiativen wenigstens möglicherweise unterstützen kann, weil das wird sicherlich in jeder Stadt schon etwas geben, auf unterschiedlichen Leveln, gar keine Frage. Aber da werde ich euch auch ein bisschen was sagen, da können wir uns hinterher auch bitte austauschen, weil auch ihr werdet mit Sicherheit Beispiele haben, die dann auch für mich wiederum wertvoll sind. Ne? Also, nur gehen wir hier einfach mal durch. Unterscheidung müsste klar sein, wenn wir über das Ehrenamt sprechen. Es gibt einmal die Profis, exemplarisch jetzt aus Bielefeld ein paar reingepackt, natürlich überall Johanniter, ASB, Deutsches Rotes Kreuz und diese nicht alle gibt. Dann gibt es natürlich die freiwilligen, unorganisierten, ich nenne sie mal anarchistischen Helfer, die nirgendwo in einem Verein sind, die demzufolge auch nicht versichert sind, die auch keine Fahrtkostenerstattung kriegen und auch keine Aufwandsentschädigung bekommen, wie das ja ganz oft bei den Profis halt der Fall ist. Was ja auch richtig so ist, halt eine andere Struktur, die da eine Rolle spielt. Unsere Initiative wurde, und hier wird es gleich auch ein bisschen politisch, im November 2014 gegründet. Wir sind kein Verein, kein gar nichts. Uns gibt es einfach und wir nennen uns einfach so. Das ist entstanden im Prinzip durch die erste Aktion Farbe für Teichsheide, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Wir haben jetzt erstmal zum Technischen, wie die Initiative funktioniert. Wir haben halt einen Blog, der jetzt innerhalb dieses Jahres über 110.000 Aufrufe bekommen hat, was für so einen Hobbyblog, einfach WordPress, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Wir haben eine Facebook-Gruppe, aktuell über 3060 Mitglieder, also wirklich auch reichlich. Wir sind unhierarchisch, zellenartig aufgebaut, das heißt nicht wirklich top-down. Da gibt es mich und noch ein paar andere, die natürlich so ein bisschen der stinkende Fischkopf sind, die den Hut so ein bisschen aufhaben, die auch die Admins zum Beispiel in der Facebook-Gruppe sind, die auch die Admins im Blog sind. Aber ansonsten kann und soll auch jeder selber, wenn er eine gewisse Organisationskompetenz hat und auch einen Willen hat, idealerweise selber etwas initiieren und selber etwas tun. Das fördern wir. Wir sehen uns dann als die Förderer, die dahinter stehen. Wir haben jetzt in diesem Jahr, in diesen ziemlich genau 12 Monaten, insgesamt rund 50 einzelne Aktionen gemacht. Und davon stelle ich euch jetzt direkt ein paar vor. Und wie gesagt, es geht gleich relativ politisch los. Wir hatten im September des letzten Jahres die Situation, ihr habt sicherlich gerade auch entweder schon den Vortrag gehört zum Thema Geflüchtete oder ihr seid da sowieso im Thema, dass wir hier in Bielefeld haben wir eine Erstaufnahmeeinrichtung, eine zentrale Unterbringungseinrichtung und natürlich auch Übergangsunterkünfte, etwas größere, derzeit 4. Und es gibt eine davon, die Teichsheide, die seit den 50er Jahren immer eine Unterkunft für Geflüchtete von irgendwoher waren, sei es die Aussiedler aus Russland, auch aus der DDR, also dieses Gebäude ist seit eh und je darauf ausgerichtet gewesen, dass dort Geflüchtete jeglicher Couleur untergebracht werden können und auch untergebracht werden. Im September letzten Jahres wurde beschlossen, weil eine neue Unterkunft, eine schönere, bessere, aktuellere eingerichtet wird, dass diese Unterkunft geschlossen wird. September 2014. Ich habe gesagt, okay, da das Ganze sich noch ein bisschen hinziehen sollte, macht wenigstens die Treppenhäuser ein bisschen wohnlich. Eine Komplettsanierung, das wäre eine Forderung gewesen, notwendig gewesen, wäre aber eine Forderung gewesen, die wäre nie erfüllt worden. Wir sprechen hier von insgesamt 3 Treppenhäusern. Die Kosten hätten sich auf rund 12.000 Euro belaufen, wenn man da eine Handwerksfirma mit beauftragt hätte. Der Stadtrat hat es abgelehnt, das Ganze zu tun. Da ich aber ein Sturkopf bin und gesagt habe, das sieht hässlich aus. Ihr seht da so ein bisschen was hier auf der linken Seite. So sieht das aus, wurde das letzte Mal in den 90er Jahren renoviert. Und bei diesen Ein- und Auszügen ist das Ding halt irgendwann verranzt und abgeranzt. Und von den Zimmern selber wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Habe ich gesagt, ich möchte das trotzdem machen. Habe mich so mit ein paar Leuten zusammengetan. Unter anderem der grünen Fraktionsgeschäftsführer, mit dem ich auch seit Jahren im Bündnis gegen Recht zusammenarbeite. Wir sind persönliche Freunde. Wir sind auch in der Koalition jetzt in Bielefeld, wenn man da die Paprika-Koalition. Wir maßgeblich mit ein paar anderen, auch aus dem Bündnis gegen Rechts heraus, haben uns zusammengetan. Wir haben gesagt, wir renovieren das mit Freiwilligen, die finden wir schon, da finden wir schon genug. Jetzt sind wir keine Handwerker. Wir haben gedacht, okay, wir brauchen ein paar Eimer Farbe und das kriegen wir dann mal eben an einem Wochenende hin.
ist natürlich ein großer Irrtum gewesen. Nachdem wir mit der Wohnungsbaugesellschaft, die Bielefeld ist ein Bielefelder Eigenbetrieb, gesprochen hatten, und mit dem dortigen Handwerksmeister, der meinte, nee, so geht das schon mal gar nicht. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir tatsächlich an 6 aufeinanderfolgenden Tagen die unterschiedlichen Malerarbeiten erledigen müssen. Angefangen von Abspachteln bzw. Zuspachteln, Abkleben, man sieht ja hier so die, diese Geschichte, das muss auch abgeklebt werden. Also wir mussten dann erstmal einen kompletten Handwerksplan erstellen, wer wann was mit welcher Menge an Helfenden machen kann, zu welchem Tag. Und es haben sich halt 6 Tage herauskristallisiert am Stück in Vollzeit. Ziel war, dass wir in jedem Treppenhaus zu jeder Stunde 2 Helfende drin haben. Wir haben dann einfach mal angefangen, Farbe wurde uns dann spendiert, also komplett ohne eigenes Geld in irgendeiner Form. Das hat die Wohnungsbaugesellschaft, die das Ganze betreibt, dann mit dem Handwerksteam gemacht. Die haben die Farbe bereitgestellt, gute Brillux-Farbe, also wirklich vom Allerfeinsten. Das hat dann auch gut funktioniert und haben einen ersten Aufruf gemacht. Das Ganze natürlich über Facebook. Man kann über Facebook denken, was man will. Tatsache ist, wenn es Facebook nicht gäbe, müsste es erfunden werden, egal wie es heißt. Über Datenschutz ist eine andere Geschichte, aber das ist natürlich wirklich das Medium, weil dort alle drin sind, weil da die Vernetzung möglich ist, da braucht man gar nicht erst drüber nachdenken, irgendwie ein eigenes Portal oder Ähnliches machen zu wollen. Es ist das Nonplusultra zu dieser Zeit. Und das hat auch relativ schnell funktioniert. Wir haben relativ schnell auf der Facebook-Seite durch die verschiedenen Multiplikatoren 150 Mitglieder in diese Gruppe reingekriegt. Wir haben Presseartikel reingekriegt, dass wir dieses Vorhaben haben. Da haben sich dann auch wieder welche gemeldet. Wir haben, wie gesagt, ich habe sofort den Blog eingerichtet. Ich habe sofort eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Meine Telefonnummer stand dann auch da. Die Leute konnten sich bei mir melden. Und es haben sich peu à peu über 80 Leute gemeldet, die mithelfen wollten, zu den unterschiedlichen Zeiten. Wir hatten dann zu jeder Stunde in diesen 6 Tagen von morgens 8 bis nachmittags 16, teilweise 17 Uhr, hatten wir immer mindestens 10 Leute da. Jederzeit. Das heißt, wir konnten da wirklich sehr konsequent arbeiten. Da können wir direkt mal in so ein paar Bilder auch reingehen. Hier haben wir noch so ein Vorherbild. Wie gesagt, man sieht, dass es nicht besonders schön ist. Sehr abgeranzt und abgewandt. So sieht das Ganze von außen aus. Also ein ganz normaler Wohnblock, wie man ihn überall hat. Nur halt innen drin entsprechend unterteilt. Die Aktion war insofern gut. Das ist Juan, ein Bewohner, der aus Syrien geflohen ist und untergebracht ist. Und der ist ausgebildeter Malermeister. Der hat uns geholfen. Es waren noch ein paar andere, die uns geholfen haben. Wir haben da nicht besonders aktiv nachgefragt. Bewusst nicht, weil die da ankommen, sind zum Teil traumatisiert. Wir wollten da keinen Druck erzeugen. Wir haben auch allen gesagt, seid zurückhaltend, sagt Hallo und lasst die auf euch zukommen. Das hat dann über die Kinder im Übrigen auch sehr gut funktioniert, weil da ganz viele Kinder waren. Die haben da mitgeholfen zu putzen und alles Mögliche zu machen, Quatsch zu machen. Wir kamen in Kontakt mit den Eltern und da gab es ganz tolle Begegnungen. Wir haben übrigens, einige haben dann gesagt, ich würde gerne irgendwie helfen, können wir euch Geld geben oder was anderes, weil ich kann nicht mehr stark heben oder arbeiten oder wie auch immer. Wir haben jeden Tag Mittagsverpflegung gehabt, jeden Tag wurde uns auch von Freiwilligen Obst und Gemüse vorbeigebracht und Schokoriegel und Pralinen und was weiß ich nicht alles. Wir hatten einen Samovar da, wir hatten Kaffee da, auch alles gespendet durch die Bank weg. Es war eine rundum wunderbare Aktion. Es waren alte Menschen dabei, oder ältere Menschen, Entschuldigung, ältere Menschen mit dabei. Es waren Schüler mit dabei, Schülerinnengruppen, muslimische Jugend, you name it. Das ist eine bürgerliche Jugendorganisation in Bielefeld, war mit dabei, mit größeren Gruppen jeweils. Hier sieht man auch ein paar Jüngere. Und so sieht man dann das Ergebnis. Das Ganze ist wirklich ziemlich professionell geworden, weil wir auch einen deutschen Handwerksmeister dabei hatten, der die ganze Zeit dabei war und der extremst streng war. Ich halte mich auch immer in dem, was ich da tue, für streng, aber der war echt der Hammer. Das war so. Genau, Rüdiger war zum Beispiel auch mit dabei an einem der 2 Tagen, genau, also er hat das dann erlebt. Das war schon. Ich sag mal, am 4. Tag musste ich zwischendurch rausgehen und gegen den Baum treten, weil der wirklich meinte, nein, alles nochmal machen, das geht so nicht. Und das war eigentlich gar nicht der Marsch. Aber es war trotzdem gut, weil es ist echt ziemlich perfekt geworden. Man kann es nicht anders sagen. Insgesamt eine tolle Geschichte. Kommen wir zur nächsten Aktion. Kino für Flüchtlingskinder. Das haben wir jetzt schon 2-mal gemacht. Wir hatten im Januar einmal den Film Paddington gezeigt, wo es ja im Prinzip um Fluchtgeschichte geht. Paddington, der an der Station in London ankommt. Und jetzt, gerade vor 2 Wochen, haben wir den Film Shaun das Schaf gezeigt, was ein Animationsfilm ist, das heißt, funktioniert auch ohne Sprache. Hier ist, denke ich mal, der Aspekt der Vernetzung insbesondere sehr, sehr wichtig. Wie kommt man denn an Flüchtlingskinder ran? Das geht ja nicht einfach so. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, du kannst ins Kino kommen.
Erstmal braucht man sowieso ein Kino. Da hatten wir den Vernetzungsgrad. Das ist das Kino Lichtwerk in Bielefeld. Ein kleineres, relativ alternatives Kino, aber relativ groß mit 3 Sälen insgesamt. Die haben gesagt, wir würden da gerne was machen. Die haben den Kontakt zu dem Filmverleih hergestellt. Der Filmverleih Studio Kanal hat beide Filme kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir haben dann mit den Sozialarbeitern gesprochen, der Stadt Bielefeld, zu dem wir natürlich, und jetzt kommen wir wieder zum Politischen, sehr gut vernetzt sind. Wir sprechen regelmäßig mit allen, nahezu allen Sozialarbeitern der Stadt und haben gesagt, ja, wir drucken Eintrittskarten, ihr verteilt die, ihr sorgt dafür, dass die rüberkommen, und so hat das dann eigentlich funktioniert. Wir haben zwischen 200 beim ersten, 150 beim zweiten Flüchtlingskinder inklusive der Anverwandten da gehabt, mediale Rezeption natürlich über die örtlichen Tageszeitungen. Auch über das Radio und. Also das hat ziemlich gut funktioniert, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben darüber hinaus auch da wieder alles kostenlos. Wir haben von einem Getränkehändler haben wir die Cola, Fanta und was man nicht alles braucht bekommen, Softdrinks. Die ganzen Kuchen, die ihr hier seht, wurden jeweils aus der Facebook-Gruppe heraus akquiriert. Das heißt einfach nur reingeschmissen, hey, wir brauchen Kuchen, und es wurden sofort 20, 30 Kuchen geliefert. Das funktioniert also auch hervorragend, sodass man da diese Vernetzung wirklich hatte zwischen Stadt, dem Unternehmer, dem Kinounternehmer, dem anderen Unternehmer, der halt die Getränke gespendet hat, und der Zivilgesellschaft, die in ihrem kleinen Rahmen, ich backe einfach meinen Kuchen, ich tue was Gutes, ich fühle mich gut oder ich stehe dahinter, was auch immer, plus positiv in die Gesellschaft reingebracht, hey, man kann was tun und das tut gar nicht weh. Das war da so ein bisschen der Hintergrund und der Ansatz. Ihr seht, wie voll das war. UNICEF Hochschulgruppe war zum Beispiel auch mit dabei. Die haben dann die Kuchentheke so ein bisschen bedient und hinterher mit aufgeräumt, weil eine Stunde später hat das Kino ganz normal aufgemacht. Da haben wir natürlich versprochen, wir gehen da einmal durchs Kino und sammeln den Müll dann auf. War auch eine sehr, sehr schöne Aktion und hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt in Bielefeld den Run and Roll Day. Gibt es wahrscheinlich auch in jeder Stadt. Wird in Bielefeld von den Stadtwerken veranstaltet, zumindest hauptsächlich gesponsert. Da wird die Stadtautobahn gesperrt und da finden sowohl 10-Kilometer-Läufe als auch Geländeläufe als auch ein sogenannter Teamlauf statt. Normalerweise wird da das beste Kostüm prämiert. Also da kommt die Feuerwehr in voller Atemmontur oder Dr. Oetker läuft dann als Team auch mit und mit so einem Kuchenverkleidung und solche Geschichten. Und wie gesagt, wir machen da jetzt auch einfach mal mit. Halt als Refugees, welcome to Bielefeld. Wir haben entsprechende T-Shirts drucken lassen. Ich gebe gerne zu, das ist alles nicht nachhaltig. Für einen Fünfer beim Decathlon gekauft, die Dinger. Sprechen wir mal nicht drüber. Wir haben sie ja auch dann gespendet, weil die Geflüchteten mussten diese T-Shirts und auch die Startgebühr natürlich nicht bezahlen, die wir zum Teil auch gesponsert bekommen haben. Andere haben einfach 5-mal die Startgebühr bezahlt und so weiter. Das hat so auf dem Wege funktioniert. Wir waren, wie man sieht, rund 80 Läuferinnen und Läufer, die dabei waren. Wir haben dann den dritten Platz gewonnen, was gleichbedeutend mit 200 Euro war. Die Zweitplatzierten, das war so eine Badmöbelherstellerfirma, die haben uns ihren zweiten Platz für 300 Euro noch gespendet. Also auch eine sehr schöne Geschichte. Ersten Platz hat irgendwie die Feuerwehr gemacht, die wollten ihr Geld selber fürs Trinken aufheben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber war wirklich ein ganz großer Spaß, ein ganz großer Tag. Gerade auch die jungen Geflüchteten, die mitgelaufen sind, die sowieso Sport machen wollen, die fühlten sich sofort in der Community richtig wohl. Auch da wieder große mediale Rezeption, ein paar tausend Leute am Rand, die uns mit den T-Shirts gesehen haben, mit den Bannern gesehen haben, wie wir da gelaufen sind. Also ich denke auch eine prima Geschichte. Aus der Gruppe heraus, das ist zum Beispiel überhaupt nicht von uns Kopfmenschen jetzt mal gesteuert gewesen, hat sich dann der Wunsch entwickelt, Mensch, wir wollen uns regelmäßig treffen. Und dann haben die einfach über die Facebook-Gruppe dann auch zu diesem Stammtisch denn eingeladen. Die treffen sich jetzt jeden Donnerstag, einfach um sich auch persönlich kennenzulernen, um auch die Geflüchteten mit einzubinden. Da sind jeden Donnerstag sind da zwischen 20 und 50 Leuten, die da hinkommen, sowohl Helferinnen, potenzielle als auch aktuelle, als auch Geflüchtete, wo man sich trifft, wo man neue Aktionen bespricht, wo zum Beispiel, da habe ich nichts mehr zu tun, wo zum Beispiel solche Ausflüge besprochen werden. Die haben jetzt schon etliche Ausflüge gemacht. Hier zum Beispiel sind sie gerade in der Kunsthalle, da haben die einfach mit der Kunsthalle gesprochen, hey, können die nicht umsonst rein. Kriegen wir das nicht hin? Natürlich gibt es sofort diesen Charity. Die Kunsthalle hat gesagt, na klar, kommt vorbei. Haben die mit den Geflüchteten den Ausflug gemacht. Die waren im städtischen Tierpark bei uns, Tierpark Olderdissen. Die fahren jetzt demnächst, die nutzen dieses Angebot von Flixbus. Flixbus hat das Angebot gemacht, dass die für solche Aktionen einen Bus zur Verfügung stellen, deutschlandweit. Und da fahren die hier nach Bochum ins Planetarium aus Bielefeld zum Beispiel. Ich denke auch, ganz spannender Ausflug, auch ganz tolles Miteinander. Die haben etliche Ausflüge schon gemacht. Das nur mal exemplarisch und ja, den stelle ich natürlich dann auch die Infrastruktur, sprich den Blog, den wir haben zur Verfügung, wo wir die Protokolle auch immer einstellen.
Der Miguel, der einer der Mitgründer ist, ist meines Wissens zum Beispiel auch irgendwie Piratenmitglied. Ich weiß es aber gar nicht genau. Der war zum Beispiel aber in unserem Umfeld durchaus mal aktiv und ist natürlich protokollmäßig auch ganz weit vorne. Geht nichts verloren. Willkommensfeste. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wenn ihr selber in einer Geflüchtetenarbeit seid, habt ihr das ja auch schon festgestellt, die Begegnung zwischen den Geflüchteten und den Eingeborenen, wo auch immer ihr seid, das, wie man das hinkriegt, vor allem ohne, dass es gezwungen wirkt, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, vor der wir da schlussendlich stehen. Deswegen haben wir selber haben zwei Willkommensfeste organisiert, ein internes, einen großen zum Tag, Internationalen Tag der Geflüchteten am 20.06. Es gab auch weitere Willkommensfeste, zum Beispiel von drei muslimischen Vereinen, Moscheen insgesamt, auch größere, aber auch für alle, nicht nur für Muslime, war auch ganz prima. Wir werden jetzt perspektivisch am 13.12. zum Beispiel in die Stadthalle gehen, das ist ganz, ganz frisch. Gestern erst entschieden worden, die Stadthalle kostet nun auch nicht so wenig Geld, das sind 8.000 Euro und die stellen uns die kostenlos zur Verfügung, machen wir ein großes Winterfest. Bin schon gespannt, wie ich das alles oder wie wir das alles wuppen wollen organisatorisch, aber muss ja in die Eskalation reingehen. Gehen wir erstmal in diese Willkommensfeste rein. Wir haben hier zusammengearbeitet, natürlich mit der Gesellschaft, auch wieder die BGW, die Bielefelder Wohnbaugesellschaft, die diese Unterkunft betreibt. Mit der Stadt zusammen und der Diakonie zusammen, die dortige Kita, die es dort gibt, betreibt und die dort einen Willkommenscafé betreiben. Dazu haben wir dann einen Caterer gesucht, der dem Ganzen auch sehr aufgeschlossen ist. Dieser Caterer selber, der Selbstständige, der hat bei sich zu Hause einen Geflüchteten aufgenommen, ist also dementsprechend sehr affin. Man kennt sich durch die Vernetzung dann irgendwann und den haben wir einfach gefragt. Der hat dann so das Equipment zur Verfügung gestellt, kam mit Kaffee und allem Möglichen und diesen ganzen Stehtischen, was man ja auch alles braucht. Wir hatten dann auch eine kleine Bühne, so PA, Soundanlage, an solche Sachen muss man denken. Und es hat hervorragend funktioniert. Es waren also rund 180 Bewohner sind da. Aus aller Herren Länder oder auch Frauenländer und wir hatten insgesamt rund 400-500 Leute da, so im Laufe des Tages. Die muslimische Jugend hat dann da auch einen Stand gemacht. Hier sehen wir gerade so einen kleinen Jungen, der ein bisschen Musik macht. Hier sieht man dann den Tanz, der mit Klezmer-Musik, zur Klezmer-Musik dann auch ziemlich gut lief. Die muslimische Jugend hat einen Stand gemacht, You Name It hat wieder einen Stand gemacht, das Spielmobil war da, es war eine Kirchengemeinde da, die auch mit den Kindern gespielt haben, also wieder eine große Vernetzung, großartige Begegnung. Von der Stadt wurde organisiert ein Speed-Dating, das fand ich auch ganz niedlich, da wurde an einem Tisch, konnten sich Geflüchtete und Eingeborene hinsetzen und da haben wir sich dann so kennengelernt, weil dies miteinander, dies Kennenlernen, führt ja dazu, dass man quasi so eine Art Pate sein kann, privater Pate für eine Flüchtlingsfamilie. Das funktioniert ja aber nur, wenn man sich sympathisch ist, weil der Geflüchtete an sich ist ja kein edler Mensch, das braucht man ja nicht glauben, da sind auch Arschlöcher dabei, zumindest so sind da welche dabei, die ich als Arschlöcher bezeichnen würde, denen möchte ich gar nicht helfen, dem muss professionell geholfen werden, aber ich persönlich und privat möchte denen nicht helfen. Ja, das ist ja so, warum sollte ich jemandem helfen, den ich nicht mag? Ich habe da keinen Grund dafür. Genau. Assholes United ist mein Reden. Da kommt man aber dazu, da treffen sich die, die sich dann jeweils sympathisch sind. Man schaut sich einfach in die Augen und sagt, hey, ja, du bist ein netter Kerl. Ich helfe dir bei der Wohnungssuche und. Ich weiß, dass alleine aus diesen Tagen 6 Patenschaften entstanden sind und 4 davon sind aus dieser Unterkunft mittlerweile in Wohnung gelandet, weil die Deutschen ihnen geholfen haben. Darunter eine 9-köpfige Roma-Familie, die tatsächlich in Bielefeld eine bezahlbare Wohnung, 5-Zimmer-Wohnung gefunden hat. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn diese Begegnung nicht stattgefunden hätte. Alleine das ist schon, dafür hat es sich gelohnt. Das ist ein Riesenerfolg. Versucht mal für eine 9-köpfige Familie eine Wohnung zu finden. Bezahlbar. Großartig. Also das hat extrem viel Spaß gemacht und ist auch noch extrem produktiv und effektiv gewesen. Man sieht auch, die Kinder hatten sehr, sehr viel Spaß. Auch hier wieder das Kuchenbuffet, wieder dasselbe Spiel. Aufruf gemacht über, natürlich haben wir auch einen Mailverteiler für die, die nicht auf Facebook sind, selbstverständlich. Und das wurde dann alles angeliefert. Man sieht hier auch wieder Jung und Alt dabei, die miteinander gespielt haben. Ganz großartige Geschichte. Liebesbekundung an die Mithelfenden, die am Buffet gearbeitet haben, wurden sofort Bilder gemalt zum Beispiel. Und auch beim Aufräumen waren die Kleinen dann behilflich, sodass sogar die Eingeborenen dann ein bisschen konsterniert geguckt haben. Es waren also wie gesagt zwei Feste jetzt von uns, die beide im gleichen Rahmen waren. Kommen wir zu einer anderen Aktion. Im Prinzip ein ganz kurzes, knackiges Ding an der zentralen Ausländerbehörde, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, wurde einfach festgestellt, dass dort Windeln fehlen für die gerade ankommenden Geflüchteten, weil die haben die natürlich nicht dabei.
Das wurde immer wieder festgestellt und da wurde nicht großartig rumgejammert und getan, sondern eine aus unserer Gruppe hat einfach bei Pampers angerufen und hat gefragt, ey, hör mal, wir haben ja ein Problem. Wie sieht's denn aus? 15.000 Windeln hat Pampers zur Verfügung gestellt. Da musste nur im Prinzip die Logistik gemacht werden, wo können wir die einlagern, wie kriegen wir die von da dann zur ZAP und. Darum hat sich diese Gruppe gebildet und gegründet, ist dann sehr schnell vonstatten gegangen und die haben auch sehr viel Spaß bei der ganzen Sache gehabt und die Versorgung mit den Windeln war gewährleistet. Kurz und knackig und eine ganz prima Geschichte. Das ist ein Ding, das ist jetzt 4, 5 Wochen her, da sind wir natürlich schon ziemlich etabliert gewesen. Das heißt, dieses geflüchtete Willkommen in Bielefeld ist mittlerweile eine echte Marke geworden. Also man kennt uns. Wir sind diejenigen in diesem nicht professionalisierten, nicht institutionalisierten Ehrenamt, die man von außen fragt, ey, ich möchte was tun. Ich kriege tatsächlich jeden Tag rund 20 Anrufe, teilweise um 0.45 Uhr, weil meine Nummer natürlich auf der Homepage ist. Jeden Tag kriege ich zwischen 20 und 40 Mails. Ich kriege jeden Tag zwischen auch 20 und 40 Facebook-Anchats, wo ich dann gefragt werde, wo ich versuche dann zu vernetzen. Das passiert tatsächlich und hier war es ähnlich. Das heißt, die Philharmoniker sind sowieso dann an uns herangetreten, dadurch, dass wir im Stadtrat sind. Haben wir natürlich dann auch mit dem entsprechenden Bühnen- und Orchesterausschuss zu tun und da kannte man sich sowieso und die meinen, ja, unsere Leute, die möchten ganz gerne auch ein Benefiz-Konzert machen. Ich nehme aber erstmal da eine Zwischenfrage. Ja, wie schaffst du das? Hast du eine Sekretär oder so, der das für dich macht, diese ganzen Mails an dem Telefon, gesehen, der eine Nummer hat, Handy oder sowas? Für das Mikrofon fragst du, wie ich das Ganze mache, ob ich einen Assistenten oder eine Sekretärin habe. Nein, ich verzichte einfach auf Privatleben. Alles klar. Schlicht und ergreifend. Schön. Ja, das ist so. Nee, das glaube ich nicht. Es ist so, um das kurz zu erklären. Genau. Ich persönlich bin eigentlich selbstständig. Ich habe aber eine halbe Stelle als Ratsgruppengeschäftsführer, sodass ich da wenigstens ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, muss man sagen. Als Selbstständiger habe ich seit vielen, vielen Monaten nicht einen Cent mehr verdient. Aber wie gesagt, wenigstens habe ich das Notwendigste finanziert durch meine 20-Stunden-Stelle. Ich verzichte im Moment derzeit darauf, Geld zu verdienen, schlicht und ergreifend, und ich mache das nebenher. Und ich habe natürlich durch meine Tätigkeit als Ratsgruppengeschäftsführer so oder so die freie Gestaltungsmöglichkeit, Dinge zu tun. Das heißt, ich muss nicht um 9 Uhr im Büro sein und dann irgendwie da sitzen oder so. Das ist nicht der Fall. Aber wäre es dann nicht vielleicht doch noch besser, wenn es noch eine Ebene dazwischen gibt, die Anfragen aufnimmt und E-Mails verarbeitet? Das ist ja nicht, jede E-Mail macht jetzt Sinn oder kann man weiter nutzen und die dann vielleicht weiterleiten könnte an gewisse Gruppen, die sich konkret mit gewissen Aktionen beschäftigt. Wir sind gerade dabei, das Ganze umzustrukturieren. Das ist jetzt für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres angedacht. Du musst dir Folgendes vorstellen, wir sind im Prinzip bis Mai lief das Ganze so vor sich hin. Wir hatten diese Aktion Farbe für Theisheide, wir hatten ein größeres Treffen, wo 40 Leute mit dabei waren, wo wir Ideen gesammelt haben. Wir hatten dieses Kino für Flüchtlingskinder gemacht. Da waren so ein paar kleinere Aktionen. Wir haben dann für Juni, waren wir dann schon in der Planung für das Willkommensfest, für den Tag der Geflüchteten. Aber bis dahin lief das alles so vor sich hin. So, und dann ging es aber mit den geflüchteten Zahlen nach oben. Und dann ging auch das Interesse nach oben. Unsere Facebook-Gruppe wuchs exponentiell. Wirklich, angefangen, wie gesagt, mit 150, was dann tatsächlich irgendwann auf 300 ging, was dann sehr schnell die 1000 überschritten hat. Und ich glaube, im Juli war es dann so weit, dass wir die 2000 überschritten haben. Und jetzt sind wir über 3000. Das ging wirklich so nach oben. Genauso die Blog-Abrufzahlen. Wenn ich mir die Statistiken da angucke, ganz stark wurden die Zahlen oder gingen die Zahlen nach oben, als der kleine Junge am Strand angespült worden ist. Man kann das wirklich an dem Tag sehen. Da war das Interesse da. Mit einmal ist die Bevölkerung aufgewacht und hat gesagt, okay, da kommen Geflüchtete. Wir können das akkurat an den Statistiken sehen. Das heißt, seitdem mache ich das wirklich und tatsächlich. Und jetzt, wir haben das auch erstmal in unserer Hand mehr oder weniger gelassen. Wir werden das jetzt aber umstrukturieren, weil wem gibst du Admin-Rechte? Da muss man schon überlegen. Technisch gesagt, in der Facebook-Gruppe hat jemand, der Admin ist, die Möglichkeit, alle anderen Admins rauszuschmeißen. Das gibst du nicht einfach so raus, wenn das ein Borderliner ist und den erkennt man nicht sofort. Das heißt, man sollte sich da schon jahrelang kennen und Vertrauen haben, weil der kann die Gruppe auflösen. Wenn die Gruppe aufgelöst ist, hast du ein Problem. Und dasselbe betrifft den Blog. Also man muss sich die suchen, die nicht nur vertrauenswürdig sind, sondern das auch machen wollen und dann auch die Zeit haben. Das ist der Punkt, aber wir sind dabei, das umzustrukturieren, damit dieser Druck auch von mir so ein bisschen wegkommt, weil ich kann dann jetzt langsam auch nicht mehr. Mhm.
Ich denke aber schon, dass man das hinbekommen kann, wenn die Aufgaben oder die Aufgabenbereiche möglichst klein sind. Also wenn die Leute erstmal noch nicht so viel zu tun haben, aber für gewisse Aufgaben halt genau dann zuständig sind. Ich habe jetzt kürzlich mit, vielleicht kennt jemand Outlaw, das ist so eine GmbH, die mal sich gegründet hat aus Sorge um straffällig gefordene Jugendliche. Und mit dem habe ich gesprochen. Und die haben halt Zwischeninstanzen gebildet, die dann wiederum für Projekte zuständig sind. Ja? Und dass dann Regionalgruppen sich quasi bilden, also Gruppen, die für einen gewissen Bereich halt dann passen und die sich dann wiederum treffen. Also dass es da auch ein gewisses Eigenleben gibt, weil man kann das irgendwann alleine gar nicht mehr alles schaffen. Ne? Man muss... Auch dann nicht. Doch, nein, ja, nur wenn man für seinen Lebensunterhalt sorgen muss, wenn das der Punkt ist, wie gesagt, wie ich es gerade erklärt habe, bei mir geht es, weil ich das Grundeinkommen quasi habe. Ich habe aber eine folgende Bitte. Können wir gleich sehr gerne, können wir da sehr intensiv auch nochmal drüber sprechen, wie wir das hinkriegen. Ich habe jetzt noch zwei oder drei Projekte, habe ich jetzt noch, die ich gerade mal vorstellen möchte. Und dann lass uns ruhig in das Organisatorische auch reingehen, wie man das am besten hinkriegt. Auch da freue ich mich sehr über Input oder werde dann auch gerne nochmal meine Ideen dazu dann irgendwo sagen, wo die Notwendigkeiten sind, wie man das am besten hinkriegt. Ganz kurz noch hier zu diesem Benefits-Konzert, wirklich was ganz Besonderes gewesen. Die Bielefelder Philharmoniker, die möchten ja auch mal lustige Musik machen oder Musik machen, die denen selber Spaß macht. Und das ist nun mal Big Band Sound, das ist für einen Orchestermusiker das Großartigste, was man tun kann. Es sind Gastmusiker aus den USA eingeflogen, aus England eingeflogen und. Das letzte Mal ist vor 10 Jahren diese Band zusammengetreten, also wirklich ein besonderes Ereignis. Hat vor 400 Geflüchteten und Eingeborenen stattgefunden, war auch ein Riesenspaß. Mussten wir organisatorisch relativ wenig tun. Da hat sich das Café Welcome, zu dem ich gleich komme, bereit erklärt, das Catering zu machen, auch gegen Spende dann. Aber ansonsten hat sich da tatsächlich dann auch die Philharmonie drum gekümmert, unter unserem Label, was auch Vertrauensvorschuss ist für uns. Kleine Gruppe, werdet ihr wahrscheinlich auch schon von gehört haben, Sio Ismail, ist bundesweit. Fahren in Bielefeld auch mit unter unserem Label und dann nutzen unsere Infrastruktur, Blog, Facebook-Gruppe etc., um zu akquirieren. Die treffen sich, nähen Beutel, da gibt es ein Schnittmuster dafür. Jetzt im Moment nähen die, glaube ich, gerade Mützen und Schals. Die treffen sich regelmäßig zum Rudelnähen, wie sie es selber nennen. Und machen das auch dezentral einfach so und packen dann die Beutel zusammen. Machen dazu eine Parallelaktion, dass die Beutel mit Hygieneartikeln füllen. Läuft auch gut, läuft für sich. Haben wir selber als Organisatoren null Arbeit mit, die machen das einfach. Ich kriege da ab und zu mal einen Text zugeliefert, den ich dann auf den Blog stelle. Das ist alles. Kann man die ordern? Die Schnittmuster? Nee, was? Die Gruppe. Also, kann ich gerne den Kontakt herstellen, ja, kein Problem. Eine etwas, hier kommen wir zu einer etwas größeren Aktion, wo wir auch gerade an einem Wendepunkt sind, die Willkommenspakete. Idee dahinter ist folgendes. Die Geflüchteten werden irgendwann ja Bielefeld zugewiesen, wie sie auch eurer Kommune zugewiesen werden. Die kommen dann an, die haben zwei Koffer dabei. Was haben sie nicht dabei? Ein Topf. Man geht relativ selten auf die Reise mit einem Topf in der Tasche. Und in den Unterkünften, wenn sie zugewiesen sind, ist es selten so, dass das Catering ist. Das ist ja meistens nur ein EAE oder ZOE. Selten in den Städten selber, außer vielleicht in den Zeltstädten. Das kann natürlich sein. Aber in den Unterkünften, in denen sie sind, in aller Regel nicht. Ja? Könntest du die Begriffe erläutern, was das bedeutet, gerade EAE und ZOE? Natürlich. Erstaufnahmeeinrichtung, zentrale Unterbringungseinrichtung. Crashkurs, Erstaufnahmeeinrichtung ist der, also die kommen erst an der zentralen Ausländerbehörde an, da lassen sie sich registrieren, gehen von da aus zu einer EAE, die Erstaufnahmeeinrichtung, da bleiben sie 1 bis 3 Tage, gehen von dort aus zu einer ZUE, die zentrale Unterbringungseinrichtung, wo sie bis zu 3 Wochen bleiben und werden von da aus auf die Kommunen verteilt nach dem Königsteiner Schlüssel. Ne? Wenn sie in den Kommunen sind, kommen sie in aller Regel in Unterkünfte, wo die sich selber versorgen müssen. Haben aber, wie gesagt, keinen Topf dabei. Natürlich haben sie ein Anrecht darauf, jetzt lasst mich lügen, es sind, glaube ich, 19,36 Euro nach dem Satz, den die für Hausrat bekommen. Das Geld bekommen die auch und es ist wenig, ja, aber man kann sich davon Hausrat kaufen. Das ist in Ordnung, man kauft sich es gebraucht, das funktioniert, das kann man machen. Aber das Hauptproblem dahinter ist, bis die diese 19,36 Euro in der Hand haben, bis die auch wissen, wo man für 19,36 Euro Hausrat kriegt, kommt ja auch noch mit hinzu. Dauert das unter Umständen vom bürokratischen Weg her 5 bis 7 Tage. Das kann passieren, wenn schlecht läuft, am Wochenende dazwischen ist oder sowas. Wir haben also gesagt, mit Absprache mit einem der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, von der ich gerade schon mal sprach, mit den Sozialarbeitern haben wir eine Liste erstellt, was denn idealerweise da reinzählt. Das heißt wirklich die Basics. Vorsicht, oh Gott. Idealerweise die Basics, wie man sie auch in einem Ferienhaus, Vorsicht bitte hier. Ja, ja. Wie man sie auch in einem Ferienhaus erwarten würde, wenn man das irgendwie bezieht.
Ihr seht es selber, Teller, Tassen, eine Pfanne, einen Topf und so weiter und so fort. Das Willkommenspaket, das packen wir ehrenamtlich, wir sammeln das ein, wir machen die Logistik und also die Leute schicken uns einfach diese fertigen Pakete und dann geben wir das Ganze weiter. Die Sozialarbeiter können das bei Einzug direkt übergeben. Soweit die Idee. Funktioniert ja natürlich nicht. Das stand in der Zeitung und Bielefelds Keller sind jetzt leer mittlerweile. Wir haben unglaublich viel gekriegt. Leider auch Porzellankannen und Sardinenheber und was weiß ich nicht alles. Ehrlich, also es ist ähnlich wie bei Kleiderspenden. Also rund 50% dessen, was wir bekommen haben, ist Müll. Und es war zum Teil nicht mal das drin, nicht mal ein Teil davon drin. Also es ist durchaus vorgekommen. Wir haben uns also sehr schnell einen Partner suchen müssen, weil wir haben ursprünglich mit der DGB-Jugend zusammengearbeitet. Gab es auch die Vernetzung vorher. Die waren natürlich überfordert angesichts der Tonnen an Paketen, die in ihr Büro angeliefert haben. Funktioniert nicht mehr. Haben wir mit der Recyclingbörse zusammengearbeitet, was wir auch immer noch tun, wo die uns eine Lagerhalle zur Verfügung stellen, wo wir sortieren können. Wir haben jetzt, diese Aktion haben wir im Anfang Mai angefangen. Wir haben bis jetzt 840 Willkommenspakete zusammengekriegt. Das ist echt viel, weil in einem Single-Paket ist für 2 Personen drin, in einem Familienpaket für 6 Personen. Wir haben 2 verschiedene Listen. Könnt ihr euch ausrechnen, wir sind tatsächlich im Prinzip vorne. Das heißt, es liegen derzeit in den Kellern in ganz Bielefeld von der Stadt mehr Pakete, als bisher Geflüchtete gekommen sind. Also wir haben die Grundversorgung ehrenamtlich ohne jegliches Geld für diese Geflüchteten übernommen. Scheidepunkt komme ich da nochmal genauer zu. Diese Aktion ist insofern größer, weil wir mussten bisher 8 Sortieraktionen machen. Sieht dann so aus, ihr seht, es ist wirklich Tonnen an Zeugs. Es kommen 20 Helfende von bis, da sind auch wieder ältere Leute dabei, junge Leute dabei. Landtagsabgeordnete hier, Matti Bolte von den Grünen war mit dabei, hier der neue sportpolitische Sprecher von der FDP, Björn Kerbein war mit dabei, sind ja beides Bielefelder. Ach, würde ich jeglicher Provenienz, Theaterschauspielerin, die Carmen Priego war mit dabei und. Also prima Aktion, weil die Leute wollen ja helfen. Und das Schöne hierbei ist, es ist ein Projekt, es ist ein Samstagvormittag. Da kommt man mal, macht man mal, kann es raustragen, das Ganze auf Facebook geteilt bis zum Es geht nicht mehr, medial rezipiert. Wir haben dann, man sieht dann, wie viel wir haben, wir haben bei einzelnen Aktionen 250 einzelne Willkommenspakete zusammenbekommen. Insgesamt 8. Manchmal ist es wirklich sehr liebevoll, was die Leute da machen. Schreiben da so extra Botschaften bei, packen Vierertickets für den ÖPNV mit dabei, packen zum Teil Einkaufsgutscheine mit dabei. All solche Geschichten. Das sind so ein paar Goodies und ein paar Extras, die eigentlich nicht auf der Liste sind, aber die natürlich mit dabei sein können. Also sehr spannende Sache, sehr schöne Sache, teilweise wirklich sehr liebevoll. Wir wurden irgendwann so viel, also eigentlich reichen bei diesen Sortieraktionen logistisch 8 bis 10 Helfende. Danach kann es passieren, dass man sich auf den Füßen tritt. Es haben sich aber teilweise bis zu 30 Leute gemeldet. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einfach einen Frühstücksflashmob, weil abweisen wollten wir keinen. Ich habe einfach gesagt, hey, liebe Leute, bringt was zu essen mit. Gucken wir mal, was passiert. Und es funktionierte. Ihr seht hier ein komplettes Buffet. Von dem Caterer haben wir wieder eine Profi-Kaffeemaschine und den Pavillon gekriegt. Das machen wir jetzt derzeit jedes Mal. Die Leute bringen irgendwas mit. Das ist überhaupt nicht gesteuert in irgendeiner Form. Wir können also gemeinsam frühstücken. Es können auch die kommen, die nicht helfen können, weil sie im Rollstuhl sitzen oder sowas, auch Geflüchtete kommen. Wir machen daraus wieder gleichzeitig ein Mini-Begegnungsfest. Also auch eine ziemlich prima Geschichte. Hier sieht man den nächsten Schritt, das heißt die Übergabe der Pakete an die Stadt, an die städtischen Mitarbeiter, die an die Lager- und Kellerräume in der ganzen Stadt verteilen, sodass die dann abgeholt werden können. Wir haben einmal symbolisch das 400. Willkommenspaket an 2 Familien überreicht. Hier sieht man das Pressefoto der Aktion. Es ist eine syrische Familie und eine indische Familie. Die indische Familie hat naturgemäß relativ wenig Chancen, hier zu bleiben, aber sind hier. Natürlich brauchen auch die erstmal ein Willkommenspaket. Noch sind sie da. Die sind auch beide mitgelaufen, beide Familien, bei dem Run and Roll Day. Ganz prima. Er super, der Inder Mr. Patel, Spitzentyp. Mit dem war ich auch schon Kaffee trinken. Letzte Aktion und eine wunderbare Aktion, mit der ich persönlich zum Beispiel politisch zu tun habe. Und da komme ich jetzt drauf. Nicht faktisch, also ich arbeite da nicht mit, aber politisch hatte ich da sehr stark mit zu tun. Das ist die zentrale Ausländerbehörde. Das Foto steht nicht im Internet. Ich mache das jetzt hier hin und her. Ich glaube, so genau kann man es im Stream dann auch nicht sehen. Wir versuchen sonst immer die Gesichter natürlich auch unkenntlich zu machen. In diesem Rahmen zeige ich es jetzt einfach mal. Die zentrale Ausländerbehörde. Zur Erinnerung, das ist die Stelle, wo die Geflüchteten ankommen, wenn sie 4 Wochen unterwegs waren und sich erst einmal registrieren lassen. Die sind ausgemergelt, die haben Kinder dabei, die haben Hunger, die haben alles Mögliche. Von dort aus werden sie zu den Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht. Da werden sie verpflegt, an diesem Ort erstmal nicht.
Die ZAB Bielefeld ist für 300 bis zu 300 Geflüchtete am Tag ausgelegt. Das hat bis dato auch immer gut geklappt. Aber es kamen dann natürlich bis zu 1700 an pro Tag. Sodass dann draußen Leute sitzen, stehen, herumlungern, wie auch immer mussten. Bei 30 Grad oder jetzt bei den Temperaturen, die teilweise auch schon bei 5 Grad waren, die teilweise über Nacht davor waren, weil sie es nicht verstanden haben. Situationen, wie gesagt, übers Mittelmeer gekommen, irgendwie hier aufgeschlagen aus irgendeinem Grunde, spricht sich ja auch rum, wo geht man denn hin als Flüchtling, wo kommt man denn an? Natürlich kommen die hier einfach so auch an und ja, haben dann auch einfach Hunger. Es hat sich in dieser Krisensituation im Sommer, nachdem gesehen wurde, da draußen sitzen Menschen bei 30 Grad darunter und die wurden nicht verpflegt. Das wurde nicht gesehen von dieser Behörde. Hat sich ein Freiwilligenteam gebildet. Die haben einfach Wasser beim naheliegenden Aldi gekauft. Die haben diese Frischeiwaffeln geholt, die haben Obst gekauft und so weiter und haben das da verteilt. Das gab einen Riesenstress mit dieser Behörde. Weil eine Behörde ist eine Behörde ist eine Behörde. Die wollen das nicht. Und wenn da auch nur von Lebensmitteln die Rede ist, dann ist sofort von Ratten die Rede und Unsauberkeit und was weiß ich nicht alles. Da kam dann der politische Aspekt ins Spiel. In Bielefeld wurde ein Krisenstab eingerichtet für angesichts der Situation der gestiegenen Geflüchtetenzahlen, wo die Dezernate, die Feuerwehr, die THW, ASB etc. mit drin sitzen. Den habe ich, also nachdem ich diesen Hilferuf von den Jungs und Mädels, die da geholfen haben, bekommen habe, habe ich mich mit dem Krisenstab zusammengesetzt und gesagt, hier, das geht so nicht an der ZAP, weil die haben immer nur abgewiegelt und gesagt, ja, das läuft schon und die werden ja in den Unterkünften, wo sie dann hinkommen, werden sie ja verpflegt. Ja, richtig, aber 8 Stunden da bekommen die nichts. So, habe ich erstmal gesagt, nee, wir setzen uns mal zusammen, sonst rollen wir das Ganze medial auf. Gab sehr kurzfristigen Termin mit dem Krisenstab, unter anderem mit dem Leiter der ZAP und der stellvertretenden Leiterin und dem Leiter der Ausländerbehörde und der zuständigen Dezernentin und so weiter. Wir haben da gesessen. Ich habe die beiden, die sich aus dieser Gruppe heraus gebildet, also als Sprecherin herauskristallisiert haben, habe ich unterstützt. Ich habe mich dann als quasi Stadtrat wirklich zur Verfügung gestellt, zum Moderieren zwischen Dezernenten und den Zuständigen und dieser Gruppe. Wir haben da gesessen und wir haben habe ich ihnen auch geholfen, natürlich einen Forderungskatalog gestellt, auch klar mit denen gesagt, was ist möglich, was geht, was nicht, macht ruhig ein bisschen mehr, seid aber damit zufrieden und habe also so taktische Tipps und hilfreiche Hinweise gegeben. Es hat auch funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Es wurden dann relativ zeitnah Wasserspender installiert, ne, so hier diese Mundwasserspender, die man auch aus Ami-Filmen kennt. Es wurde zugesichert und das war dann auch der Fall, dass jeden Tag ein Rettungswagen vor Ort stand, rund um die Uhr, die auch die Windeln verteilt haben und Lunchpakete verteilt haben. Wir sind dann sogar noch zur Zusammenstellung der Lunchpakete bekommen, die haben wir auch bemängelt und die wurden dann auch geändert. Das heißt, wir haben da wirklich sowohl auf dieser Aktivistenebene im Zusammenspiel mit der politischen Ebene haben wir es dann geschafft, dass sich Verhältnisse gebessert haben. Aus dieser Aktion, wo die Leute mit Fahrrädern Wasser hingekarrt haben, weil Wasser wurde natürlich dann auch irgendwann zur Verfügung gestellt, sehr zeitnah, bevor diese Wasserspender eingerichtet wurden, hat sich dann ein kleines Café gebildet. Die haben angefangen, weil die gesagt haben, wir möchten da weiter sein, wir möchten Willkommenskultur leben, jetzt ist die Grundversorgung gewährleistet, die verdursten da nicht mehr, die liegen da nicht in Agonie, aber Kaffee und Tee möchten wir denen trotzdem anbieten. Wie man sieht, haben die angefangen aus dem Kofferraum heraus mit Thermoskannen dahin, haben sie auch wunderbare Begegnungen entwickelt aus der ganzen Geschichte. Es hat sich ein Kirchenkreis St. Egidio in Bielefeld dazugefunden aus dem Umkreis der Bahnhofsmission. Ja, und das Ganze ist dann ein bisschen größer geworden. Sie durften dann, auch das wieder zähe Verhandlungen mit der Behördenleitung, wie man sich denken kann, durften dann ein Pavillon aufstellen, weil irgendwann fing es ja auch mal an zu regnen, aber dass dann der Schutz halt wirklich gewährleistet ist. Ja, viel Gelaber und Palaver. Bis hin zu dem, was da jetzt steht. Das ist ein Getränkewagen. Die Gruppe hat einen Getränkewagen aufgetrieben, haben die einmalig irgendwie 200 Euro oder sowas für bezahlt. Das kostet normalerweise echt Kohle. Die überlegen jetzt gerade, den zu kaufen mit Spenden und. Die haben jeden Tag wirklich Pumpenkannen ohne Ende da. Die stehen jeden Tag da. Das sind insgesamt 3 Gruppen. Das ist einmal dieses Kaffee Welcome, diese Kaffee Welcome Gruppe, die aus dieser Aktivistengruppe entstanden ist. Das ist einmal diese Kirchengruppe St. Egidio. Und das ist ein anderer, nennt sich Freundeskreis für Flüchtlinge, der sich auch entwickelt hat. 3 einzelne Gruppen mit insgesamt 120 Leuten, die jeden Tag von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr dort stehen und rund um die Uhr die gewährleisten, Kekse rausgeben, Kaffee rausgeben. Das ist total schön.
Das ist wunderschön und das ist eine Geschichte, die wunderbar funktioniert hat, Auflagen erfüllt und hier, er hat es dann so geschrieben, also Wasseranschluss bekommen, Strom bekommen, alles von der ZAP, alles zähe Verhandlungen, wo ich dann zum Teil auch mit dabei war und immer wieder gesagt habe, aber hört mal, ihr wollt doch keine Anfragen im Stadtrat und macht doch mal lieber. Ja, ist ja so, wir haben durchaus einen Konsens bei uns und dann ein bisschen Druck machen. Das hat dann auf politischer Ebene funktioniert, wenn man sich dahinter geklemmt hat. Haben wir noch so ein paar andere Dinge, eine Abschiebung einer 18-Jährigen konnten wir auch verhindern durch ganz viele Geschichten, also ganz wunderbar. Es funktioniert dann schon. Soweit, aber erstmal die Aktionen, die ich so vorstellen wollte. Und ich denke, da können wir jetzt erstmal so in eine Diskussion kommen. Und da könnt ihr vielleicht auch mal so ein bisschen was erzählen, was bei euch so los ist, ob das ähnlich ist. Über Organisationsstrukturen sehr gerne, können wir auch nochmal sprechen. Ich denke, als Input von mir soll das bis hierhin erstmal reichen. Fangen wir doch mal da an. Ach ja, Mikrofon. Ihr denkt bitte auch mit dran, ne? Hallo, ich komme aus Dortmund. Mhm. Ganz tolle Sachen, die ihr da gemacht habt. Zusatzideen, die wir letztes Jahr angeführt haben in Flüchtlingsunterkünften. Filme, ganz große Nummer, um die Leute Zeit zu verteilen. Das Jahr ist viel Zeit. Ja? Wahnsinnig gut angekommen. Stummfilme, dick und doof. Selbst Mr. Bean, ein Renner geworden. Dann sind wir angefangen, letztes Jahr Firmen anzusprechen. Wir haben jede Menge Flachbildschirme bekommen. Wir bekommen alte Rechner. Die bauen wir auf, dass sie fix und fertig sind. Tastatur, Mäuse kaufen wir neu. Ja, dass wir da nicht alte hingeben oder was. Installieren die komplett fertig, dass die nach Hause kommunizieren können. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich anmerken wollte, was wir gemacht haben. Ist noch mehr gewesen, die andere Institutionen machen, da will ich aber nicht reinreden, auch wie 500 Willkommenstüten da am Bahnhof und so weiter, Train of Hope oder was, bin ich auch mit tätig oder so. Ganz große Nummer, viele Sachen werde ich auch mit übernehmen, bei uns mit reinbringen oder was. Nochmal Hut ab, danke. Okay. Bei uns natürlich auch mehr, wie gesagt, es sind über 50 Einzelne, es zählt auch Freifunk zum Beispiel mit dem. Ich wollte nur ganz kurz, gibt es eine Ideensammlung irgendwo online? Ja, klar. Geflüchtete willkommen in Bielefeld. Gib bei Google Flüchtlinge Bielefeld. Ich war schon auf eurer Seite. Ich hab schon jemanden verwiesen an euch. Ja, wenn da findest du das alles aufgezählt. Zumindest die meisten Aktionen, nicht jeder eins, aber die meisten Aktionen sind da alle aufgeführt. Also auch erstmal Respekt. Man sieht, was Bürger bewegen können. Die Frage, die ich habe, ich bin ja jetzt das Pendant, willkommen Flüchtlinge in Düsseldorf, etwas größer, etwas mehr. Also wir sind knapp mit über 25.000 auf der Facebook-Seite und sind irgendwann zusammengebrochen. Das, was mich mal interessieren würde, du hast jetzt viele Aktionen vorgestellt. Bei uns ist halt ja auch vor allen Dingen so, dass wir 64 Heime und so viele Flüchtlinge, auch die Patenschaften, die einzelnen Ämtergänge und sonst was, organisiert ihr das auch noch? Oder ist das wirklich so, dass ihr euch speziell jetzt auf Aktionen, die du jetzt vorgestellt hast, konzentrierst und das andere glücklicherweise woanders hin delegieren könnt? Oder ist das in der Gruppe so, dass wirklich, also wir haben jetzt in Düsseldorf 18 Fachgruppen und hatten dann wirklich das Problem, dass der eine von dem anderen ja gar nichts mehr gewusst haben. Deswegen würde ich gleich auch mal gerne was vorstellen, weil, wie ich ja eben schon mal sagte, Technik hilft da. Deswegen, das wäre eine Frage, die ich mich jetzt mal interessiere bei euch. Macht ihr auch diese Betreuung vor Ort, nämlich in den Heimen, oder macht ihr nur jetzt diese Aktion? Wir als Kopf dieser Initiative nicht. Das ist wirklich das, wo ich sagte, unhierarchisch, anarchistisch. Das versuchen die oder machen die auch über die Facebook-Gruppe selber. Da bin ich nur der Kristallisationspunkt für diejenigen, die möglicherweise nicht auf Facebook sind oder genauere Fragen haben oder wie auch immer, wo dann die Mails bei mir auflaufen, die Anrufe oder die Chats bei mir auflaufen. Aber ansonsten, nee, das will ich auch gar nicht steuern. Das gehört zu den Dingen, macht selber. Macht es selber. Falls eine Frage ist, gebe ich gerne die Info weiter, beziehungsweise im Blog. Würden sich die Leute die Mühe machen, den Blog durchzuführen, würden eigentlich alle Fragen erklärt bekommen, aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Ja, ja, klar. Nee, genau. Lieber ist eine Telefonnummer, rufe ich lieber an. Das ist ja so, ja. Man kann es egal wie kurz halten, die Leute lesen es nicht. Ist es wurscht, was man schreibt? Genau. Das okay. Ich habe ein Mikrofon. Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage jetzt in dem Zusammenhang. Erstmal, ich bin sprachlos, völlig begeistert. Ich dachte, bei uns läuft das schon gut in Witten mit unserem Help-Kiosk, aber da sind so viele Ideen noch, die man weitertragen kann. Also
ganz toll. Problem, was ich für die Zukunft sehe, ist, dass ausreichend Wohnraum vorhanden ist, denn es werden ja weiterhin Flüchtlinge kommen. Und gibt es da irgendwie eine Aussage zu? Kann da jemand irgendwas zu sagen, wie es in anderen Städten läuft? Ob es da irgendwelche Initiativen gibt, die sich darum kümmern, dass eben halt dieses Problem gelöst wird? Denn das kann ja eigentlich nur eine Sache sein, die vom Bund kommt. Oder? Das werden die Städte alleine finanziell nicht schaffen, ein Wohnungsbauprogramm aufzulegen, was relativ schnell dann auch Wohnraum schafft. Ich habe zwar gestern im Fernsehen gesehen, dass da gab es eine Geschichte, die schaffen es also in einer Zeit, wo Container aufgebaut werden, auch fast in der gleichen Zeit neuen Wohnraum zu schaffen über eine Modulbauweise. Das ist natürlich wesentlich besser als Container und auch wesentlich preisgünstiger als Container. Ich empfehle da direkt einfach mal mit deinem Baudezernenten zu sprechen, längeres Gespräch zu führen mit den entsprechenden Leuten, die da irgendwie vor Ort sind. Ja klar, gibt es vollkommen richtig. Das ist auch in Bielefeld ein Problem. Ich hatte kürzlich aus Wuppertal gehört, die am Ächzen sind. Wir haben ja nur 3,7% Leerstand und in Bielefeld sind es 0,2. Ja, vor uns liegt eine Menge Bauerei, also speziell bei uns. Aber ich glaube, das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Es gibt aber ein Programm bereits. Das ist von der KfW mit extrem guten Finanzierungen, was unsere Wohnbaugesellschaft auch nutzen wird, um wiederum auch in Modulbauweise zum Teil was zu bauen. Also es gibt es bereits. Hallo, ich komme nicht aus Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Bremerhaven, Land Bremen, Haushaltsnotlageland. Zu der Wohnsituation kann ich sagen, in Bremen sieht es nicht toll aus. Wer behauptet, Flüchtlinge könnten im Winter zelten, der hat noch nie im Winter gezeltet, behaupte ich jetzt mal. In Bremerhaven sieht das zum Glück besser aus. Also wir haben Wohnungsleerstand, trotzdem wird es nicht leicht. Wir müssen eine Wohnung akquirieren, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Was mir auffällt, was so die Parallelen sind, es wird momentan viel ehrenamtlich aufgefangen von Bürgern, von Aktivisten, wo sich die Politik zurücklehnt und nicht reagiert, sondern einfach nur reagiert. Und auch gerade auf politischer Ebene oft Steine in den Weg gelegt werden, an denen die Aktivisten oder die Ehrenamtlichen sich vorbeihangeln müssen. Und das ist für mich die eigentliche Krux oder der eigentliche Skandal, weil das ärgert mich ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt an Lageso denke, wo Lebensmittel gesammelt wurden und dann die Behörde dazwischen gefunkt hat, die sind ja gar nicht ordnungsgemäß gelagert. Oder andere Begebenheiten. Was haben wir jetzt gerade mit den Sportvereinen? Wenn die Sportvereine kostenlos Flüchtlinge aufnehmen, erkennt man ihnen die Gemeinnützigkeit ab. Da wäre für mich eben die Frage, was ist deine Sicht der Dinge? Woher kommt es, dass auf politischer Ebene so gemauert wird und auf den unteren Ebenen so gehandelt wird? Also ich habe da so eine Idee für uns. Nicht nur als Notlageland, weil Flüchtlinge kosten Geld, völlig klar. Gerade als Haushaltsnotlageland. Und da denke ich eben, wir hatten mal eine Referentin von der Enquete-Kommission zum Thema Ehrenamt in Bremerhaven. Und die hatte gesagt, Ehrenamt erfüllt immer eine Lückenbüßerfunktion. Das sind kommunale Aufgaben, die Kommune nicht leisten kann und von Ehrenamtlichen wahrgenommen wird. Es darf nicht ausgenutzt werden. Und genau das passiert gerade. Die Ehrenamtlichen werden ausgenutzt, wo eigentlich die Kommune gefragt ist. Antworte ich direkt mal eben ja und nein. Also ich versuche auch darauf zu achten, deswegen habe ich es gerade so besonders erwähnt mit den Willkommenspaketen, aber ich versuche darauf zu achten, dass wir Aktionen machen, die eben keine staatlichen Aufgaben übernehmen. Konkretes Beispiel, wenn wir über dieses Benefizkonzert sprechen, daran würde eine Stadtverwaltung scheitern, so etwas zu organisieren. Das ist doch gar nicht notwendig. Auch das Willkommensfest, das könnte theoretisch eine Stadt leisten, aber nicht in der Praxis und nicht in dieser Breite, wo alle auch mit beteiligt sind. Eine Stadt kann Ehrenamtler, wenn sie nicht in einem System drin sind, wirklich einbinden. Ich will dir ein konkretes Beispiel nennen. Wir hatten die Idee, einen Handwerkerpool einzurichten. Weil, wenn die Geflüchteten in Unterkünfte kommen, fehlt es manchmal einfach daran, dass ein Loch in die Wand für ein Bild gebohrt wird oder ein Regal. Weil die keine Bohrmaschine haben. Natürlich nicht. Haben wir gesagt, lass uns mal einen Pool bilden von 40, 50 Leuten, wo wir über einen Mailverteiler fragen, wer hat Zeit, wer bringt das mit. So würden wir jetzt agieren. Ich habe zufällig gehört, dass es etwas Vergleichbares gibt bei der Initiative Nachbarschaft in Bielefeld. Das ist im Prinzip ein Senioren-Nachbarschaftshilfe-Ding. Und da haben, genau, da haben die von der, das ist auch super, aber da haben die von der Stadt jetzt etwas Vergleichbares gemacht, nämlich auch so ein Handwerkerpool. Aber die haben dazu einen Lenkungskreis mit dem Vorsitz eines Architekten, die sich 3 bis 4 Mal im Jahr treffen. Und der sucht dann, wenn die Anforderung kommt, jemanden aus, der auch zu dem passt, auch für die Aufgabe. Die suchen dann möglichst wirklich Fachleute, die auch wirklich ausgebildete Bohrmeister sind, was weiß ich. So, das ist der Ansatz der Stadt. Die Ehrenamtlichen sind auch dabei versichert. Das heißt, wenn der Ehrenamtliche ein Loch bohrt und er fällt hin und bricht sich das Bein, ist er versichert. Bei uns nicht. Unser Vorteil oder der Vorteil der Ehrenamtlichen ist die Schnelligkeit und nicht alles kann die Stadt schaffen. Also das muss man immer sehen. Ich versuche darauf zu achten und darauf sollte jeder achten, dass die Ehrenamtlichen nicht staatliche Aufgaben übernehmen. Es geht manchmal ineinander über. Bei den Willkommenspaketen sind wir gerade in der Transformationsphase aus verschiedenen Gründen. Wir möchten das jetzt gerne der Stadt übergeben. Dann soll die Stadt sich verdammt nochmal darum kümmern, diese Willkommenspakete in Zukunft zu bauen, weil wir haben da auch den
die Leistungsgrenze erreicht, schlicht und ergreifend, ja. Ich glaube auch nicht, dass das böser Wille ist, von der Stadt jedenfalls nicht immer. Das sind halt einfach, es ist ein Rechtsstaat und die haben die Regeln, nach denen sie vorgehen, wie die Nahrungsmittel vorzuhalten sind etc. Und daran halten sie sich, darauf sind sie gepolt. Ja, und die haben die Strukturen, die bei uns nicht so vorhanden sind und die werden stringent genutzt, auch wenn man teilweise denkt, das ist halt alles ein bisschen ja, überkandidelt. So. Aber ich glaube, gehe nicht davon aus, dass es immer böser Wille ist, wenn da irgendwie quergeschossen wird. Ich würde mich dem genau anschließen. Ich glaube auch nicht. Es ist auch unheimlich oft Unwissenheit auf kommunaler Ebene. Man kriegt unheimlich oft mit, in der einen Kommune funktioniert's. Man geht in die andere Kommune und sagt, es widerspricht gegen den und den Regeln. Wenn man dann genau nachguckt, ja, irgendwie haben sie vielleicht sogar schon recht, dass es gegen diese Regeln kumpiert. Die kannten die aber in der anderen Kommune auch gar nicht. Da haben die sich gar nicht drüber informiert. Und dann ist immer eine Frage, wie mutig ist man beim Regelüberschreiten, gerade als Beamter, wie weit darf ich jetzt eine Regel überschreiten? Kann ich die mit Menschlichkeit argumentieren? Ein ganz tolles Beispiel, was lange im Landtag auch diskutiert worden ist, wo Jugendliche untergebracht werden. Ja? Es werden jetzt Regeln überschritten. Sind sie auch alle mit einverstanden oder so? Aber das ist ein langer Prozess, bis man sich überlegt, welche Regeln darf ich aus welchen Gründen überschreiten? Und ist das überhaupt noch kann ich das überhaupt noch vertreten? Denn eigentlich darf ich es als Beamter nicht. Also ich würde da auch weniger auf, ich würde eher auf Angst und Unwissenheit als auf Boshaftigkeit in dem Bereich abzählen. Tizi hat sich auch noch gemeldet. Wer? Ja, die Frage ist. Ja, es gibt keinen Lautsprecher. Das ist okay, lustig. Gut. Die Frage ist natürlich, ist das unsere Aufgabe als Politiker? Haben wir nicht genug andere Dinge zu tun, dass wir einfach die Rahmenbedingungen setzen und dass wir nicht selber den Zug im Grunde ziehen, dass wir nicht Lokomotive sind, sondern dass wir nur die Weichen stellen? Ich finde dieses ehrenamtliche Engagement großartig, aber letztendlich, wir sind nicht die Ehrenamtler, wir sind die Politik. Ja und nein. Das Ding ist, dass es mir persönlich eine Herzensangelegenheit ist, dass ich das hier tue. Ich brenne tatsächlich dafür und das tue ich nicht einfach so, sondern ich stehe da wirklich hinter. Deswegen mache ich das in der Form, sehe natürlich auch die Grenzen und ja, ich habe in jedem anderen Bereich genau die Einstellung, die du gerade geschildert hast. Ich würde um Gottes Willen auch von niemandem verlangen, ihr seid jetzt Politiker, deswegen kümmert euch darum, weil das wäre genau der falsche Weg, das wäre Quatsch. Deswegen habe ich jetzt bewusst auch die politischen Wege und politischen Einflussnahmen geschildert, zumindest ein paar davon. Weil das so ein Punkt ist. Aber das ist mein Ehrenamt, was ich da jetzt durchführe. Wenn ich Politiker bin, mache ich ja auch Sport. Zum Beispiel. Das ist auch freiwillig und ist meine Freizeit, in der ich das tue. Ich übertreibe es gerade mit meiner Freizeit. Ich gebe es gerne zu, aber ich will das im Moment. Schlicht und ergreifend, ja. Das ist bewusst. Also ich habe was Ähnliches gemacht, bevor ich Pirat wurde, war ich 6 Jahre lang Vorstand bei einer NGO, der ältesten NGO der Welt, die heißt Rotary International. Rotary macht einen privaten Jugendaustausch, ist der größte Jugendaustausch der Welt. Das hat mich jetzt dazu bewegt, auch ein Konzept für Gastfamilien zu finden, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die man natürlich in einem ähnlichen Konzept auch als Gastfamilie aufnehmen kann, bla 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 und so weiter. Aber letzten Endes bin ich mit diesen Anliegen dann zu den bereits bestehenden Organisationen gegangen. Und die waren Feuer und Flamme und die machten ihren Geldbeutel auf und sagten, ja, wir machen das. Gute Ideen von den Piraten, aber andere Leute tun es dann. Weil ich weiß, man verbrennt sich selber. Ich habe auch dieses ganze 20 Jahre lang vorher auch gemacht. Also ich bewundere das, aber ich weiß auch, Politik ist im Moment, glaube ich, wichtiger bei alledem. Mach dir da keine Sorgen, wir machen da eine Menge. Vielleicht auch noch ganz kurz erklärt, das, was ich hier tue, und ich bin ja auch in der Facebook-Gruppe als Admin und Ansprechpartner, das tue ich nicht als Pirat. Also ich stehe nirgendwo als Pirat oder sowas. Ich trenne auch meine Facebook-Profile ganz bewusst, weil das funktioniert in dem Moment nicht, wo man als Parteipolitiker auftritt. Ja. Ich würde auch keinem folgen, der bei den Linken ist, bei der FDP ist und das auch so entsprechend propagiert. So kriegen wir, ähnlich wie es im Bielefelder Bündnis gegen Rechts ist, da ist auch die Parteipolitik nebenan. Jeder weiß, dass man es ist, aber es hat damit nichts zu tun. Ich poste bei uns nichts rein von den Piraten und ich äußere mich zum Beispiel in dem Kontext niemals politisch. Ich bin da wirklich strikt neutraler Admin bei Facebook und. Ich würge jede Diskussion, politische Diskussion auch ab in dieser Gruppe, weil es da nichts zu suchen ist. Das haben wir so ausklamüstert und niemals äußere ich mich politisch und niemals trete ich als Politiker da auf.
Und wenn solche Sachen sind, wie ich es gerade geschildert habe, dass ich die Möglichkeiten genutzt habe, auch wo es um die Abschiebung ging und, dann wissen die Akteure das natürlich. Aber das, da posaune ich nicht raus. Hier, Piraten retten 18-Jährige vor Abschiebung, tue ich nicht. Oder Piraten retten Flüchtlinge an der ZAP oder sowas. No way. Das macht keiner. Wie gesagt, wir haben bei einzelnen Aktionen, es sind von jeder Partei, SPD, Grüne, FDP und Linke, eher weniger tatsächlich, kurioserweise. Die meckern immer nur und stellen komische Anträge in dem Kontext, aber die sehe ich nie bei solchen Aktionen. Aber das nur mal am Rande. Aber es hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Da solltet ihr, wenn ihr das macht, auch tunlichst drauf achten. Ist so ein Punkt, ich würde es nicht politisch ausschlachten, aber es wirkt trotzdem. Denkt nur mal dran, ihr habt sicherlich so ein paar Persönlichkeiten in euren Städten, die seit 800 Jahren in der Kommunalpolitik sind und die für irgendetwas stehen. Wie ist das denn passiert? Genau so passiert das. Das heißt, ich implementiere mich durchaus jetzt auch als Persönlichkeit, das ist auch nicht unwichtig, ich stehe für die Piraten, das spielt dann auch eine Rolle. Das ist nicht unwichtig, also ich werde auch von anderen angesprochen, also ich gelte in Bielefeld, was das angeht, ich spreche auch CDU an und was ist denn deine Meinung? Also da wird man sehr ernst genommen, das heißt, man implementiert sich in dem Kontext als Experte, wie ihr es alle bei, ihr kennt euch ja mit Computern aus, habt. Den Status kriege ich da jetzt auch und das ist nicht ganz so dumm, also das funktioniert schon. Aber es ist nicht mein vordringlichstes Ziel, aber das nehme ich gerne mit. Ja, deswegen persönlich muss man auch sehen, da wir ja jetzt hier als Piratenveranstaltung sind und deswegen man muss wirklich unterscheiden. Ich glaube, in jedem Ort, in jeder größeren Stadt gibt es eine Initiative X. So, und ich persönlich sehe das auch so, was ich in meiner Freizeit oder wie oft ich da Zeit investiere, ist das eine. Das, was ich einfach sehe, ist, dass es viele Positionen aus dem Haushalt bezahlt werden, die von Ehrenamtlern erledigt werden und die, ich sag jetzt mal, die dafür Geld bekommen, sich zurücklehnen und sagen, geht ja, ne? Läuft ja super. So, da sehe ich uns zum Beispiel als Punkt, deswegen würde ich gerne mal wissen, wie siehst du das, wenn du bestimmte Aufgaben, die eigentlich, wo du im Haushalt siehst, hier Haushaltspakete packen oder so und so für Erstversorgung, wie reagierst du dann, wenn du beide Seiten eigentlich kennenlernst in deiner Stadt? Und das, was ich auch mitbekomme, ist, deswegen wundert mich das eigentlich, ich bin auch ziemlich aktiv, aber man ist so bekannt, dass es der Ratsherr ist, ja, der da plötzlich ist. Man wird plötzlich ganz anders empfangen. Das, was ich mal sehe, du kannst den Normalbürger, der niemals zum Amtsleiter durchkommt, den nimmst du einfach mit und dann sitzt der plötzlich mit dem, der das betrifft. So, da sehe ich mehr meine Position, wo ich einfach sage, die Leute zusammenzubringen, die zu vernetzen, damit Dienstwege kurz werden, weil in der Verwaltung ist der Dienstweg ziemlich lang. So, und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie du das machst, das zu unterscheiden, oder machst du es genauso und deswegen ist das so erfolgreich? Exakt so. Ja, ich mache es exakt so. Man muss dazu sagen, dass wir politisch in Bielefeld natürlich nicht nur in der komfortablen Situation sind, in der Regierungskoalition zu sein, kommunale Ebene hin oder her, aber in der Paprika-Koalition zu sein. Wir aber, was dieses Thema angeht, tatsächlich einen Konsens im Stadtrat haben. Wir haben auch keine Rechten im Stadtrat. Also wir haben wirklich einen parteiübergreifenden Konsens. Es wird keine Politik mit dem Thema Geflüchtete gemacht. Da hält sich auch die CDU dran, sogar sehr stark. Also sie hat letztens gegen besorgte Bürger, die bei uns auftauchten, geschossen und gesagt, davon distanziert sich die CDU. Das finde ich sehr cool. Es wird damit keine Politik gemacht. Sämtliche Ausgaben, die derzeit auf uns zukommen, werden, wie man so schön sagt, vor die Klammer gezogen. Wir sind ja auch in einem im Haushaltssicherungskonzept. Das wird vor die Klammer gezogen, ganz bewusst, auch aus Transparenzgründen und da sind wir uns alle relativ einig. Wäre das anders, hätte ich sicherlich noch politische Vorstellungen und radikalere Vorschläge zum Beispiel, keine Frage, aber da halte ich mich jetzt auch an den Konsens. Mir ist es da wichtiger zu sagen, hey, CDU, FDP sind alle mit dabei, auch die Linken, die schießen da auch nicht wirklich quer, nur so ein bisschen, aber nicht wirklich. Das ist mir da in dem Kontext wichtiger, ja. Ganz klar. Ich nutze das aber genauso, wie du es gerade geschildert hast. Ich nutze meine Rathaus-Telefonnummer, wo dann der Dezernent rangeht, wenn meine Nummer bei ihm im Display auftaucht. Das nutze ich bewusst dafür. Ja. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man einen Landtagsabgeordneten oder Ratsmitglied oder irgendwas auch als Türöffner hat. Was selber schon passiert ist, wo wir Router anbringen wollten oder was, haben uns die Sicherheitskräfte nicht reingelassen. Wir waren los, haben neue Router geholt und da kam eben Toso und sagte, ja, okay, konnten wir durchgehen oder was. Das hätte wieder Stunden gedauert, bis man irgendeinen getroffen hätte. Also das sehe ich doch schon wichtig da als Türöffner, dass man da nicht rumrennen braucht hier mit alles groß, ganz groß, klasse. Aber ihr werdet gebraucht als Türöffner, ist nochmal manchmal so, um schnell zu helfen zu können. Roland? Ich habe ihn auch noch.
Ich finde auch, wir sind auch in die Politik gegangen, um auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist nun mal jetzt gerade der Zeitpunkt, wo man das kann. Und du kriegst es ja super hin. Ja? Von daher, das ist genau, wir haben Möglichkeiten dadurch, dass wir auch in den Räten drin sind, auch eine gewisse mediale Präsenz haben. Und dann kann man auch selber Sachen anpacken. Und wenn dann Sachen nicht ordentlich laufen, dann kann man auch tatsächlich, muss man nicht als Ratsherr machen, auch eine Flüchtlingshilfe oder so kann ja auch mal eine Pressemitteilung rausgeben oder man richtet einen Flüchtlingsrat ein in der Stadt, kann man damit auch wiederum Druck machen, wenn man merkt, dass die Stadt sich anfängt auszuruhen darauf, dass Ehrenämter die Arbeit übernehmen. Dann kann man darauf hinweisen, hey, das ist eigentlich die Arbeit der Stadt, was jetzt gerade gemacht wird. Also darüber kann man Druck aufbauen. Also ich finde das genau richtig. Dafür sind wir in der Politik, finde ich. Okay. Ja, was du gerade gesagt hast, ist im Prinzip völlig richtig. Also wir trennen das auch, dass wir nicht sagen, wir Piraten stoßen das an oder das kommt von uns, sondern umgekehrt wird natürlich ein Schuh draus. Wir profitieren davon. Wir profitieren davon einmal, weil in der Bevölkerung schon klar ist, ach guck mal, das ist ja ein Pirat, der das macht. Das braucht man gar nicht extra irgendwo an die große Glocke hängen. Und über diesen Effekt kommt es eigentlich auch viel wirkungsvoller rüber. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil wir müssen uns bekannter machen. Wir müssen mehr darauf hinweisen, was wir tun. Und über diesen Weg können wir das sehr gut machen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Vernetzung. Das heißt bei uns auch parteiübergreifend. Man hat damit öffnet damit auf einmal Türen, die man sonst gar nicht hätte aufmachen können. Es bilden sich Freundschaften, es bilden sich Beziehungen, man macht gemeinsam was. Das heißt, diese Parteigrenzen verschwimmen. Das ist eine sehr gute Geschichte. Was ich unterstützen kann, ist übrigens, die Linken halten sich da raus. Keine Ahnung warum, die sind einfach nur doof. Es ist zumindest bei uns so, und aber das höre ich aus anderen Bereichen auch. Du bestätigst das ja auch gerade. Was auch da ist, der gute Kontakt zur Verwaltung. Das heißt, auch da öffnet es unendlich viele Türen, wenn man mit den Verwaltungsleuten spricht. Und da sind ganz viele engagierte Leute, wo man sich gegenseitig befruchtet. Das ist einfach ein toller Nebeneffekt dabei. Ganz kurz noch eben eingehakt. Ich habe es im Plenum gerade schon erwähnt. Die Grünen haben tatsächlich, und ich glaube, das ist NRW-weit, ein großes Problem mit dem, was die Bundespartei derzeit mit der Asylpolitik macht. Also in Bielefeld sind wirklich einige, ich weiß von 5 tatsächlich, ausgetreten aus der Grünen Partei. Das sind junge Menschen, das sind politisch aktive Menschen gewesen, zum Teil in der Grünen Jugend, zum Teil auch als sachkundige Bürger und in Ausschüssen gewesen, die jetzt mal ausgetauscht werden müssen. Guckt da mal ein bisschen nach. Und ich glaube, dass wir programmatisch, und wenn ihr persönlich da auch hintersteht und sowas, dass da möglicherweise Chancen bestehen, weil so weit sind wir von den Grünen nicht weg von der Politik. Da kann man so schießen, wie man will, hin und her, ich weiß, im Landtag. Aber Tatsache ist, so weit sind wir von denen programmatisch, weiß Gott, nicht weg. Einfach mal miteinander sprechen, wenn man sich da sowieso kennt. Bei der Aktion Farbe für Teichsheide waren, glaube ich, insgesamt 15 Grüne dabei zum Beispiel. Die kenne ich alle persönlich, und davon diese 15, da sind 5 gerade ausgetreten aus der Partei. Also da sind möglicherweise Geschichten, wo man irgendwie übereinkommen kann, wo man möglicherweise sogar wieder mal ein bisschen wachsen kann als Piratenpartei. Das jetzt mal hier in unserem Rahmen so gesagt, wo man tatsächlich auch von profitieren kann. Möglicherweise. Muss man immer gucken, immer persönlich, was die Persönlichkeit jeweils angeht. Okay, ich wollte noch mal eben sagen, mir ist völlig klar, dass Verwaltung anders handeln muss, wie wir als Privat oder als Politiker oder als Ehrenamtliche. Also ich arbeite bei einem freien Träger in der Jugendhilfe, ich weiß, wie das Jugendamt arbeiten muss, und ich weiß, wie wir arbeiten können. Mir ist völlig klar, dass das Unterschiede sind. Aber es geht mir letzten Endes darum, wir haben uns auch eine Lenkungsgruppe Flüchtlinge seit 4 Jahren. Es war Anfrage im Ausschuss für Jugend und Sozial, für Arbeit und Soziales. Ergebnis war, diese Lenkungsgruppe gibt es seit 4 Jahren auf dem Papier. Die hat ganze 2-mal getagt und das war's. Ein Ergebnis ist gleich 0. Das heißt, diese Feigenblätter, die helfen keinem. Und da muss wirklich politisch Druck ausgeübt werden, weil es war dann ein Antrag von den Grünen, den ich auch unterstützt habe. Es soll ein Konzept, eine Strategie erarbeitet werden, wie man damit umgeht, wenn mehr Flüchtlinge kommen, dass sie adäquat untergebracht werden, dass sie versorgt werden, Erstankunft etc., wie denen geholfen wird. Bremerhaven, Land Bremen. Das wurde abgelehnt, aber genau das ist der Punkt, weil man reagiert nicht, man reagiert. Man wartet, was kommt, und dann reagiert man, und dann wundert man sich, wenn man den Kürzeren zieht. Und deswegen muss politischer Druck ausgeübt werden. Und natürlich sind gerade da wir als Politiker gefragt, alle Möglichkeiten zu nutzen, um Druck auszuüben. Dann nochmal auf eine Aktion, die wir gemacht haben in Bremerhaven, unter anderem, wir haben auch eine Initiative, die heißt bei uns Human Support, auch von Ehrenamtlichen gegründet. Dann hat man schnell gesehen von Seiten der Politik, oh, bevor uns da die Fäden aus der Hand genommen werden, bringen wir uns mal schnell ein über die freien Träger, AWO, DRK, die in SPD-Hand sind, damit wir dann den Einfluss nicht verlieren.
Aber dem Human Support, diesen Ehrenamtlichen, war es ganz wichtig, dass Politik außen vor ist. Ich war dann auch hin, weil ich eine Aktion gemacht hatte mit Sachen Freifunk bei einer Asylunterkunft, weil ich hatte einen Antrag gestellt, den musste ich zurückziehen, aber gesagt, dann mache ich einfach. Natürlich, ich musste das als Pirat raushängen, weil wir haben eine einzige Zeitung und ignoriert uns konsequent. Also muss ich öffentlichkeitstechnisch anders arbeiten. Genau. Ich war dann auch bei dieser Veranstaltung, habe aber ganz deutlich gemacht, dass ich da nicht als Pirat sitze, sondern als Mensch. Das heißt, es geht mir nicht um Parteipolitik, es geht darum, was für die Menschen zu tun, und deswegen sitze ich hier. Und das war auch okay. Und ansonsten sind wir in dieser Initiative vertreten über Kollegen. Da bin nicht ich, weil ich eben halt doch dann wohl zu bekannt bin in Bremerhaven. Das macht ein Kollege von mir, der arbeitet unauffällig. Ich arbeite auf der politischen Ebene weiter. Aber wir müssen eben was tun und wirklich politischen Druck ausüben, dass Konzepte, Strategien erarbeitet werden und nicht, wir gucken mal, was kommt, weil dann ist dieses Unbekannte, die Bürger wissen auch nicht, was los ist. Die wissen, wie sollen die das wissen, wenn nicht mal die politisch Verantwortlichen das wissen. Und so werden Angstkulissen aufgebaut, womit die Wut- und Angstbürger, die besorgten Bürger eingefangen werden von den rechten Bauernfängern. Und deswegen müssen wir Druck ausüben. Darf ich mal rumfragen, in welcher Stadt gibt es ein Handlungskonzept? Also Bielefeld hat jetzt eins, deswegen frage ich. Gibt es irgendwo ein Handlungskonzept? Es gibt viele Konzepte. Sie haben das noch gehört. Okay, dann gehen wir mal kurz. Erweitern sogar. Ja? Ja, wir viele. A, welche Städte haben vom Oberbürgermeister eine Flüchtlingsbeauftragte oder Beauftragte? Also ein obergeordnetes Dezernat über alle. So, wer hat ein Integrationskonzept für ausländische Mitbürger? Okay. Ein halbes. Und wer hat ein Papier? Haben wir alles. Und wer hat ein Willst du jetzt wissen, wer sich auch an die Konzepte hält oder wenn ich auf Papier? Ich sag ja, es geht ja erstmal, wer hat was? So, und wer hat jetzt ein Flüchtlings, also nicht ich habe den Status, sondern ein Flüchtlingskonzept städtisch. So, und jetzt ist halt die Sache, das ist das, was wir fordern müssen. Es gibt so und so viele, wo es funktioniert, und das, da sieht man die Unterschiede. So, und das ist das, was wir politisch, es gibt diese Konzepte, es gibt sogar Vorgaben, und die muss man nur fordern. So, und wenn dann dieses nicht gemacht wird, dann sind die Bürger, die den Druck aufbauen, indem die nämlich über Einwände, also zum Beispiel, bei uns war das auch eine lange Diskussion, gerade jetzt mit dem neuen Gesetzen, was passiert denn eigentlich, wenn die 2 Monate danach jetzt ihren Status kriegen? Danach werden die wieder fallen gelassen. Ja, große Betreuung am Anfang und dann plötzlich wieder raus. So. Und nachdem irgendwo 1000 oder 1200 Bürgeranfragen nach Gemeindeordnung eingingen, ja, also wie sieht das denn eigentlich aus? So, erst dann kam man, das Integrationskonzept müsste man ja auch mal umarbeiten. Und das ist das, wo jeder Bürgermeister, auch wenn ich ignoriert werde, nicht mehr, ich sag jetzt mal, das ignorieren kann, dass der Bürger, und das ist das bürgerliche Engagement, ja, dass er was machen muss, weil ansonsten verliert er seine Bürger. Das Bielefelder findet ihr auch auf dem Blog übrigens unter Aktuelles und Termine. Könnt ihr euch jetzt direkt einmal angucken. Ich habe das da verlinkt, das Bielefelder Handlungskonzept in Sachen Geflüchtete. Ich erlebe hier so einen gewissen Gegensatz zwischen den Politikern, den Bürgern, den Ehrenamtlern und den Flüchtlingen. Was wir meines Erachtens ganz dringend brauchen, ist eine Inklusion. Eine Inklusion in dem Sinne, dass wir die Flüchtlinge in die Familien zu den Bürgern holen. Wir haben ein Problem mit dem Wohnraum. Und wir haben sehr viele junge Flüchtlinge. Wir haben in Köln etwa 50%, die unter 20 sind. Das heißt, wenn wir 50% haben, wenn wir die Familien dazu haben, müssen die irgendwo hin. Wenn wir jetzt sagen würden, 1% der Haushalte in Köln würden einen Flüchtling aufnehmen, dann hätten wir kein Flüchtlingsproblem. Wir haben 560.000 Haushalte in Köln. Das ist also keine Sache. Also bin ich flugs gleich auch hingegangen, habe mich beim Jugendamt beworben zur Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, habe da meine 7 Seiten Formular ausgefüllt und ähnliche Geschichten getan. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir es aufknacken, dass wir sagen, tatsächlich muss die Integration, die Inklusion zwischen den Bürgern und den Flüchtlingen direkt stattfinden. Und wir als Politiker sollten natürlich überall die Ohren offen halten, was wir für Anträge stellen können, um das zu begleiten, um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Aber letzten Endes müssen das diese beiden Seiten, Bürger und Flüchtlinge, müssen gemeinsam agieren und wir unterstützen das im weitesten Sinne. Also wie gesagt, ich bin auch mittendrin. Da greift sich einer in den Kopf. Was ist los? Was stört dich? Wie willst du es denn machen? Lisa, ich habe schon 7-mal aufgezeigt. Aachen möchte auch was sagen. Wahrscheinlich. Es gibt die verschiedenen Seiten, sind gerade schon mal dargestellt worden. Irgendwo die Politik, die Verwaltung, die Bürger, sage ich jetzt einfach nur, um es klein zu halten. Die Bürgerinitiativen sind aktuell auf jeden Fall notwendig, ansonsten ist es gerade nicht machbar.
Aber wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, die Verwaltungen, man fragt sich so ein bisschen, was ist deren Agenda dahinter. Und ich muss jetzt sagen, nach einem Jahr Erfahrung ist es keine Agenda, es ist leider Unfähigkeit, sage ich wirklich böse. Ja, und da sehe ich halt einfach die Problematik. Bürgerinitiativen ist sehr gut, wenn das passiert, wirklich. Aber es ist immer die Frage, du machst jetzt eine koordinierende Arbeit, hauptsächlich. Das ist aber eigentlich eine Verwaltungsarbeit. Dafür sind die da. So, und die Politik, du hast eben gesagt, ja, es machen alle Politiker mit, außer vielleicht die Linken, aber egal. Wenn die Politik da mitmacht, ist es, die können in ihrer Freizeit, sind die Bürger, können die machen, was sie wollen. Aber die können auch politisch sagen, ey, Verwaltung, tu. Und das ist das, was sie tun müssen, damit wirklich von einer bezahlten Stelle aus, das wurde eben gesagt, wie schaffst du das, ne? Damit von einer bezahlten Stelle aus die Koordination da ist und die Sache ist ja jetzt nicht in 5 Minuten gehalten, ne? Dementsprechend, das Ganze läuft noch viel länger. Du hast eben selber gesagt, du bist knapp am Ende. Das muss in eine professionelle Hand kommen. Das professionell nehme ich weg. Das muss in eine Verwaltungshand kommen, die da was tut, damit du halt bei dem Projekt mitmachen kannst. Da kannst du wieder machen, was du willst. Aber damit die Koordination da ist, damit die aber auch ein bisschen Wissen schaffen, damit die Strukturen schaffen, damit die ganze Sache länger läuft, damit die auch die Kontakte bekommen. Die sind nämlich nicht da, die kommunizieren nämlich nicht. Und das ist alles was, wo die Politik, die Verwaltung anstoßen kann. Hier tut mal. Und dann läuft die ganze Sache auch länger. Denn wenn du jetzt als der Kontakt-Hub wegfällst, ja, was ist denn dann? Dann hast du ein großes Vakuum da. Du sagst, ich kann gerade nicht mehr, Leute, jetzt müsst ihr mal ohne mich. Ich mache zumindest auch mal 2 Wochen Urlaub und danach geht die Welt unter. Das geht nicht. Dementsprechend muss da wirklich hingegangen werden, muss das Ganze in eine Verwaltungshand gegeben werden. Und das sehe ich komplett nicht. In Aachen waren wir ursprünglich, ja, wir haben mal einen netten Ratsentscheid quasi gemacht, dass wir nur 50 Personen pro Standort machen. Ja. Das haben wir nie halten können. Und jetzt ist ein Gewerbegebäude, werden jetzt wahrscheinlich 200 Leute reinkommen. Das ist super für die Integration, ne? Ganz klasse. Wenn ich das anspreche, es war gar nicht klar, ob das jetzt ein temporäres Gebäude war oder ein längeres Gebäude, wo ich dann festgestellt habe, es ist ein längeres Gebäude, fragte ich dann so, wie sieht das dann jetzt mit Integration aus? Ja, nee, aber es ist doch besser wie Turnhallen. Ja, sicher, es ist besser wie Turnhallen, aber das ist nicht eine Antwort auf meine Frage. Ne? Da sieht man, das waren dann die Politiker, da sieht man dann, dass ja, ne, es wird jetzt gerade das allererste Problem angegangen, dass die Leute untergebracht werden müssen und danach geht die Welt unter. Da muss massiv jetzt reingebracht werden. Die anderen Politiker schnallen es nicht. Da müssten wir eher Druck auf die aufbauen, denn ansonsten bist du als Koordinator von den Einzelprojekten bald weg. Dann geht die Welt unter. Wenn du aber die anderen Politiker trittst ein bisschen, schafft man vielleicht darüber, wirklich dann Strukturen aufzubauen. Denn wer weiß, wie es weitergeht. Du wirst von mir da keinen Widerspruch hören. In eine vergleichbare Richtung geht das auch. Vergleichbares gibt es auch schon in Bielefeld, aber noch nicht so richtig toll. Aber du hast vollkommen recht. Ich mache genau das gerade derzeit. Ja, das ist völlig korrekt. Ich bin auf jeden Fall, ich habe noch gar nicht gesprochen, deswegen wollte ich dann einmal mehr sprechen. Also ich bin im Rat der Stadt und ich bin auch gleichzeitig im Flüchtlingsrat in Duisburg. Und ich nutze, also wie gesagt, im Flüchtlingsrat selber bin ich Sprecherin, aber da bin ich als meine Person und nutze diese Ebene, um direkt die Probleme oder die Herausforderungen, die irgendwo sind, nicht von der Stadt gelöst werden, aufzufangen und um die dann eben politisch umzusetzen. Wie gesagt, also wir haben bei uns den Antrag gestellt und haben ein Konzept gemacht, dass eben genau sowas fehlt, eben eine Koordination, ein solcher Posten, der muss da Ansprechpartner sein, der muss verteilen und dergleichen. Das habe ich nicht alleine gemacht, das habe ich zusammen mit den Linken und den Grünen gemacht und das war auch eine lange Arbeit, was man da alles reingesteckt hat, was war wichtig, was man auch von den anderen hat tragen lassen. Also haben wir überlegt, was können die mittragen mit deren Gedanken gut, was können wir uns von vornherein abschminken und haben das gar nicht erst gefordert. So, das war ein super gutes Papier, aber aus Prinzip macht man das grundsätzlich nicht. Was wir aber erleben, ist alles, was wir irgendwann eingebracht haben, die Verwaltung oder beziehungsweise die Stadt irgendwann dann doch umsetzt. Ne? Also erst wird es abgelehnt, aber im Prinzip wird das, was wir gefordert haben, umgesetzt in der Praxis. Da kommt irgendwie ein Antrag, der ein bisschen ähnlicher ist, aber ist genau diese Lösung. Was ich nur damit sagen wollte, wenn wir uns weiter in solchen Aktionen irgendwo betätigen als Person, kommen wir zumindest kompetent rüber und man guckt sich unsere Anträge an
und wir bewirken etwas. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir hinterher auf der Straße stehen müssen und müssen sagen, Leute, das haben wir vorgebracht und guckt mal hier, der ist abgelehnt, aber es ist doch letztendlich so umgesetzt und wir freuen uns. Ja? Deswegen freue ich mich auch aus dem Kontext, dass ja es den Integrationspreis gibt, hin und her. Ja, da möchte ich mal sehen, wie da die Stadtverwaltung in irgendeiner Form einer Initiative den Integrationspreis bekommen hat, irgendwas abschlagen möchte. Das wird spannend. Also für mich ist im Moment am schwierigsten in der Flüchtlingsarbeit, mit der Flüchtlingshilfe haben, Leute zu finden, die Verantwortung übernehmen für gewisse Tätigkeiten. Und genau das tust du. Tun wir und die Stadt kann es nicht. Die schafft es nicht. Also bei uns ist es so, ich gehe davon aus, dass es in fast jeder anderen Stadt genauso ist. Das heißt, wir müssen jetzt anpacken und wir müssen das vormachen, wie es geht. Und dann können wir der Stadt auch besser sagen, wo genau noch Nachbesserungsbedarf ist. Und der Michael hat selbst gesagt, dass er Strukturen aufbauen will. Ja, und wenn er die Strukturen aufgebaut hat, in dem Moment, sind die Sachen dann auch haltbarer. Ja, das heißt, wenn Michael irgendwann weg ist, dann, also vielleicht diese Arbeit nicht mehr so weitermachen möchte, dann gibt es andere, die seinen Platz einnehmen können. Und von mir aus, vielleicht kann die Stadt das dann auch irgendwann nutzen. Außerdem ist es dringend jetzt. Die Zeit tickt. Es ist wichtig, die Flüchtlinge auch schnell zu integrieren hier in Deutschland. Denn es kann auch passieren, dass da Parallelgesellschaften entstehen. Das ist bei den Türken genauso passiert, als sie als Arbeiter herkamen. Das sollte nicht nochmal so passieren. Das heißt, es ist wichtig, jetzt schnell Integrationsprojekte in den Gang zu bringen. Und das schafft die Stadt eben nicht. Und deswegen sollten wir da anpacken, weil wir die Möglichkeiten haben, weil wir es können und weil wir die Verantwortung übernehmen wollen. Ein Wort direkt eben zum Ummünzen von dem, was wir oder ich jetzt tue oder wir hier tun, zu städtischen Geschichten. Konkretes Beispiel an den Willkommenspaketen. Wir haben gesagt, wir sammeln das alles und sortieren das und wir treffen uns hin und her. Wir sind jetzt gerade dabei, diese Aktion komplett an die Recyclingbörse zu geben, die ja sowieso diese Sortiergeschichten hat, die so kleine Second-Hand-Kaufhäuser halt in großem Ausmaß. Da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Stadt die Recyclingbörse beauftragt, diese Sachen zusammenzustellen. Da werden dann Stellen eingerichtet, ein oder zwei Stellen, keine Ahnung. Da wird es dann eine Pauschale geben von, keine Ahnung, 20 Euro für so ein Willkommenspaket, 15 Euro, das müssen die aushandeln. Das ist genau der Punkt. Wir haben diese Struktur etabliert. Die Stadt hat festgestellt, oh, das ist ja praktisch, dass wir da kein, im Prinzip, dass die da sofort was zur Verfügung haben, dass die da irgendwo stehen und wir müssen es nicht neu kaufen. Und ja, wir haben jetzt dieses Beispiel vorgegeben und das kann die Stadt übernehmen. Das müssen die jetzt aber mit der Recyclingbörse verhandeln, da sind wir als Politiker natürlich dann raus. Ne? Das ist Verwaltungsgeschichte schlussendlich. Ja, du hast gerade was gesagt, dass wir Konzepte finden müssen, um diese Integration wirklich auf die Reihe zu bringen. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und habe dazu die Flüchtlinge in verschiedene Altersgruppen erstmal gegliedert. Das sind diejenigen, die unter 18 Jahren alt sind. Die werden bis jetzt vom Jugendamt in Köln mit der Prämisse so behandelt, dass diese Flüchtlinge in Wohngruppen unterzubringen sind, bevorzugt. Eine Wohngruppe bedeutet, da wohnen 10 bis 12 Jugendliche zusammen und die bekommen eine rund um die Uhr Betreuung von mindestens 2 Personen. Das sind 2 ausgebildete Sozialarbeiter oder 2 ausgebildete Pädagogen oder auch 2 Psychologen oder auch das Ganze bunt durchgemischt. Das führt zu Kosten pro Flüchtling von 3.000 bis 5.000 Euro. Ich bin jetzt Betriebswirt. So, mich hat das erstmal relativ schockiert. Ich glaube nicht, dass das, was in diesen Wohngruppen passiert, besser ist als das, was in einer Familie passieren kann. Deswegen habe ich mich ja als Familie auch beworben, Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Ich glaube, dass diese Jungs und Mädels, die da kommen, ihre Flucht selbstständig gemeistert haben. Die wollen jetzt erstmal sehr schnell lernen und sehr schnell ein Abitur machen und sehr schnell ein Ausbildungsstudium, was auch immer. Da möchte ich gerne zur Verfügung stehen. Jetzt kommen aber diejenigen, die über 18 sind. Mit 18 verlieren die nämlich erstmal ihre Schulpflicht. Das heißt, die werden möglicherweise in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt, was, denke ich, keiner von uns möchte. Besser wäre es ja, wenn sie die Möglichkeit hätten, dann Ausbildung und so weiter als auf die Reihe zu bringen. Dann gibt es das schöne uralte Konzept der Au-pairs. Der hat sich damit mal beschäftigt, das Au-pair-Konzept. Das gibt es vom Bundesamt für Arbeit. Das ist genau ausformuliert und das ist theoretisch, sind das billige Arbeitskräfte, die in Familien ein bisschen ausgenutzt werden. Das möchten wir Flüchtlingen nicht zumuten. Wir möchten, dass Flüchtlinge Punkt 1 Schule machen, sich ausbilden. Punkt 2 aber sollen sie ein Dach über dem Kopf und einen Ansprechpartner haben, der integrierend ihnen zur Seite steht, der mit zum Amt geht und der vielleicht auch sagt, Zeit gegen Zeit. Ich lerne mit dir Deutsch, ich gehe mit dir zum Amt, dafür machst du meinetwegen, gehst du mit meinem Hund spazieren und guckst nach meinen Kindern.
Das heißt, das zweite Konzept wäre Au-pair. Voraussetzung für ein Au-pair-Konzept ist relativ stark durchgegliedert. Die Anforderungen sind sehr streng. Ein Au-pair muss relativ gut Deutsch können, muss ungefähr, ich weiß nicht, fast 3 Monate muss der eigentlich büffeln, um dieses Au-pair-Konzept überhaupt dafür zugelassen zu werden. Da kann man vielleicht Möglichkeiten finden, um das abzuschwächen. Das wäre etwas, wo ich uns von uns mir politische Rahmenbedingungen wünschen würde. Und dann gibt es schließlich das Konzept Wohnen gegen Hilfe. Das ist manches ältere Mütterchen Mühe, was in Köln der Universitätsstadt ist, so handhabt, dass es ein Zimmer anbietet und dafür ist einfach jemand über Nacht da, weil Mütterchen Mühe Angst hat, aus dem Bett zu fallen und nicht mehr alleine aufstehen zu können. Bei alledem steht natürlich im Raum, wir wollen Flüchtlinge nicht ausbeuten, wir wollen ihnen Verträge anbieten, die sie schützen, die... Lass mich doch mal ausreden. Wie gesagt, es geht um auch den Schutz von Flüchtlingen, die nicht in irgendwelche prekären Verhältnisse gedrängt werden sollen, aber es geht gleichzeitig auch um Integration. Es geht auch darum, dass dieses Konzept dann funktionieren wird, wenn beide Seiten sagen, das bringt mir was. Sowohl als auch. Denn reine Gutmenschen wollen wir eigentlich nicht haben, die hinterfragen wir, ob die sauber in der Birne sind. Und Leute, die andererseits komplett unseren Sozialstaat ausnutzen, werden auf die Dauer auch nicht wirklich mit offenen Armen immer willkommen geheißen werden. Deswegen, das sind jetzt 2 Ideen, die ich gehabt habe dazu oder 3. Und ich würde mir wünschen, wenn jetzt noch andere Ideen kommen würden, die in Richtung Qualifizierung, Integration gehen und die vielleicht auch bereits bestehende Konzepte aufsatteln. Danke. Behalt mal, weil ich habe eine Frage an dich direkt da. Behalt mal einen bitte. Also, ihr habt direkt eine Frage. Du hast jetzt geschildert, oder ich muss fragen, soll das für dich die Regel sein, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Familien kommen, weil das Ganze ist ja so aufwendig, weil es ein Jugendschutzrecht gibt. Und das gibt es ja meiner Ansicht nach zu Recht. Gerade diese Flüchtlinge, du sagst, sie sind hier zum Teil alleine hergekommen, auch wenn sie minderjährig sind. Richtig. Aber wie kommen sie hierher? Du hast in einem hohen Umfang traumatisierte Kinder da. Das ist nicht so witzig, also die nimmst du nicht mal ebenso auf wie Nachbarskinder oder sowas. Ich finde schon das Konzept Jugendschutz und wie du es gerade geschildert hast, was natürlich teuer ist, aber ich finde das hervorragend. Wir haben aktuell in Bielefeld ein Problem mit Minderjährigen, die alleine mit dem Zug weggeschickt werden. Da bin ich gerade auch, versuche ich Informationen noch mal näher zu bekommen, wie das denn überhaupt passieren kann. Aber es ist ja noch gar nicht, ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, dass das gerade die Älteren auch in privaten Wohnraum mit einquartiert werden. Diese Beispiele gibt es. Das könnte man jetzt noch weiterführen, aber das ist ja jetzt ja auch nicht ausgeschlossen. Keineswegs. Es gibt da eine Menge Initiativen. Also es funktioniert im Moment folgendermaßen, dass grundsätzlich nur die Unterbringung in Wohngruppen zugelassen ist. Bis jetzt ist es also eine persönliche Entscheidung des jugendlichen Flüchtlings, ob er bereit ist, sich für eine Familienunterbringung überhaupt zu öffnen. Das bedeutet, dass seitens der Stadt auch erstmal bekannt gemacht werden muss, was denn so eine aufnehmende Familie einem Jugendlichen bieten kann, damit der Jugendliche sich auch überhaupt ein Bild machen kann. Will ich lieber in eine Wohngruppe oder gefällt mir das bei der Lisa besser, weil die hat einen Musikraum im Keller, wo ich spielen kann, die macht mit mir Hausaufgaben und die ist cool und die geht mir nicht auf den Sack. Oder whatever. Das heißt, wir werden am Ende möglicherweise einen Schlüssel anstreben, bei dem wir sagen, wir wünschen uns, dass vielleicht 50% der Flüchtlinge in Familien untergebracht werden und die anderen, die meinetwegen sehr selbstständig sind und für die das nichts ist, die wohnen eben in Wohngruppen. Das Problem ist nur, wir haben nicht die Wohngruppen. Wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten, weil uns das gerade total explodiert und weil das sehr, sehr, sehr viele sind, die im Moment in irgendwelchen Notunterkünften wohnen und da womöglich sehr, sehr lange bleiben müssen. Und da geht es mir eigentlich darum, wenn wir den Luxus haben, dass wir genug Wohngruppen haben, lass sie da alle wohnen, ist perfekt. Wir haben diesen Luxus nur einfach nicht. Und darum geht's. Jetzt sehe ich aber auch das große Problem im Moment, dass die Verwaltung eigentlich danach strebt, weitaus mehr sich auszudehnen, weitaus mehr Mitarbeiter einzustellen, die natürlich eben für diese Wohngruppen zuständig sind, die für die Betreuung und so weiter zuständig sind. Und langfristig führt es eben zu Parallelgesellschaften und löst nicht das Integrationsproblem. Wie gesagt, die Mischung ist es am Ende des Tages und wenn ein Kind hochtraumatisiert ist, dann weiß ich nicht, warum nicht meine Familie, wo wir auch jemanden haben mit dem Psychologiestudium, auch mit Migrationshintergrund, warum die nicht genauso in der Lage sein soll, jemanden bei einem Flashback in den Arm zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt erstmal essen und wir reden darüber und wir machen was richtig Schönes, um dich abzulenken, damit du einfach vergisst, was zwischendurch passiert ist und diese Zeiten sind vorbei. Diese Sensibilität, da werden wir auch drin geschult. Das heißt, bevor wir als Pflegefamilien aufnehmen dürfen,
müssen wir ein halbes Jahr lang theoretisch Kurse belegen. Wir müssen ein Gesundheitszeugnis vorlegen, qualifiziertes Führungszeugnis. Wir müssen 7 Seiten Formular ausfüllen, uns komplett nackig machen und unser ganzes bisheriges Leben als Lebensbericht niederlegen. Wie war das Verhältnis zu Mami, zu Papi, zu den Großeltern, zu den Tanten und wie stehst du zu deinen Kindern? Und hast du ein Problem und warum willst du eigentlich überhaupt einen Flüchtling aufnehmen und willst du vielleicht deine eigenen Geschichten da kompensieren? Also es gleicht auch einer Supervision. Also man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die Erwachsenen, die dann hinterher angenommen werden beim Jugendamt, dass die nicht in der Lage wären, so einem Jugendlichen wirklich was Gutes auch anzubieten. Hm. Ist nur die Frage, ob das vereinfachend ist, weil du sagst selber, der Weg ist lang, man kann es machen, aber... Weil das ist ja deutsch, wie es aktuell ist. Genau. Ein Satz zu dir, wie du sagst, den Jugendlichen dazu zu bringen, was zu vergessen, geht nicht. Das, was er erlebt hat, kann er nicht vergessen. Man kann ihn nur dazu da unterstützen, damit umzugehen, wie er damit umgeht. Aber vergessen geht nie. Und eine Frau ist Psychotherapeut, deswegen kenne ich das. Aber das Wichtigste, den Satz, deswegen ich das Mikro haben wollte, ist der, ja, wie bei dir, ruckzuck bist du ausgebrannt, es kommt irgendwas dabei, gelernter Qualitätsmanager, firmenzertifiziert. Grundsätzlich sollte jeder da darauf achten, dass nicht nur noch ein Zweiter dabei ist, sondern ein Dritter. Weil wenn du ausfährst, fällt die ganze Struktur. Ja, es stehen jeden Tag weiter die Leute auf der Matte, die brauchen. Und genauso ist es das Problem, der Politik das zu übergeben. Wir wissen, wie unsere Politik tickt. Die tickt nicht von jetzt auf gleich, wie wir es können. Ja, die brauchen längere Zeit. Aber in der Zeit, in dieser Zeitspanne dazwischen, ja, kommen immer weiter Leute rein und die müssen betreut werden. Ja, und deswegen ist das eine Sache für die Politik, dahin zu kommen, diese Übergabe, ja, die zu koordinieren, was wir nicht können. Ja, und das ist für mich ganz wichtig, wo man darauf achten sollte. Ja, natürlich. Dankeschön. Ich möchte noch mal eben ganz kurz was zu den UMF sagen. Erstmal möchte ich alle Leute gleich einladen, noch an dem Slot dann teilzunehmen, wenn Ihnen wirklich die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge als Thema eine wichtige Sache sind. Und zu dir. Ich glaube, da wird man nie Prozentzahlen festmachen können. Wenn man das nicht an dem einzelnen Kind festmacht, sondern wenn man da schon rangeht, ich möchte die Hälfte dort unterbringen oder die Hälfte dort unterbringen, macht man schon was falsch. Es hängt immer von dem einzelnen Kind ab. Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan davon, dass die alle in Sammelunterkünften oder in Wohngruppen untergebracht werden. Da kann man sicherlich was machen. Das wird auch jetzt gemacht. Das wird jetzt demnächst viel, viel individueller gestaltet. Aber ich muss immer auf das einzelne Kind gucken. Ich kann nie sagen, ich möchte da eine Pauschale haben, ich möchte so und so viel. Weil ich kann es nur von den Einzelnen abmachen. Das zweite Problem hast du auch schon gesagt. Die ganzen Eltern, die dafür in Frage kommen, kommen dafür frühestens in einem halben Jahr in Frage. Und da bin ich froh drüber, dass die so durchgekaut werden. Muss ich dir ehrlich sagen. Ja, ich bin da verdammt froh drüber, dass die so durchgekaut werden. Und dann ist die nächste Frage, ob es dann preiswerter wird, ist auch noch eine Frage. Denn wenn diese Pflegeeltern, sage ich jetzt mal, sich nicht bereit erklären, an Supervisionen und an psychologischen Prozessen teilzunehmen, dann wäre ich auch nicht bereit, denen ein traumatisiertes Kind zu übergeben. Da kommen auch schon wieder die Sachen und da gehen die Kosten auch wieder in die Höhe. Und die andere Sache ist die, und das ist eigentlich, sollte jetzt zumindest die ganzen Kommunalpolitiker beruhigen, die Kosten für die minderjährigen Flüchtlinge werden ab nächstem Jahr spitz abgerechnet. Das heißt, es gibt Pauschalen und am Ende des Jahres müsst ihr die Kosten einrechnen und es wird 100%ig vom Land übernommen. Also davon haben die Kommunen gar keine Kosten mehr. Selbst die Verwaltungskosten werden jetzt übernommen. Das ist doch kein Argument. Machen wir das eben mit dem Mikrofon und dann. Wer möchte jetzt was sagen? Dann machen wir gerade mal eine kleine Redeliste. Fangen wir bei dir an, dann Frank, dann Lisa. Einverstanden? Gut, ganz kurz, das ist das Einzige, was bei uns einigermaßen funktioniert, relativ gut mit den unbegleiteten Minderjährigen und mit den Jungen, die zu schulpflichtig sind. Die werden gut aufgefangen und das ist auch der Ort, wo die Ressentiments bei uns vor Ort abgebaut werden, weil wenn man auf Facebook guckt, alles böse Asylanten und Flüchtlinge, alles schlecht. Und die Kinder in der Schule, die lernen jetzt die Flüchtlingskinder kennen auf gleicher Augenhöhe und die sagen, die sind ganz nett. Das heißt, diese Kinder gehen nach Hause, erzählen ihren Eltern, wie nett doch diese Flüchtlingskinder sind und wie gut die miteinander klarkommen. Das ist meine stille Hoffnung. Ich habe auch niemanden gesehen hier, um nochmal darauf
zurückzukommen, der sich hier gegen das Engagement in Sachen Flüchtlingen ausspricht. Aber was diese Hoffnung betrifft, dass wir halt Strukturen vorgeben, erarbeiten, die die Kommune übernehmen kann, genau das läuft bei uns umgekehrt. Das heißt, wenn ehrenamtlich Strukturen erarbeitet wurden und man sieht, es ist ein Bedarf da, dann hat unsere Kommune nichts Besseres zu tun, als diese Strukturen gegen die Wand zu fahren und es wieder auf Ehrenamtsmaß zurückzustutzen. Das habe ich im Bereich Kinderarmut gesehen und das ist eben die Angst, die ich habe. Deswegen denke ich, wir müssen auf jeden Fall mehr Druck ausüben, damit diese Konzepte und Strukturen auch eben in entsprechende Handlungsanweisungen umgesetzt werden. Gut. Wir gehen jetzt in die Richtung und dann hier zurück. Auf der einen Seite finde ich das gut, dass du ein komplettes Konzept schreibst, das hast ja die Links eben vorhin auch gesagt, schon aus Duisburg. Die Politik gibt Aufträge. Ja, das Konzept muss die Verwaltung selbst erarbeiten, um dann in Anführungsstrichen dieses Konzept wieder zu kritisieren. Bei dir ist es ja zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die Stadt legt fest, jedes dritte Kind kommt in eine Familie, jedes vierte Kind kommt in ein Heim und jeder. So. Das ist dann dieses typische, so arbeitet dann die Verwaltung. So, das ist genau, wie er eben sagte, das Falsche. Ja, es ist genauso, ich finde das Gesetz neu, geil, dann ist wenn ich den 18. Lebensjahr habe, bin ich aber raus aus dem System. Ja, dann wirst du jetzt geschätzt und dann werden viele wieder sagen, ach, das sind ja wieder dann Landesärzte, ist dann schon 18. Ich sage, wir brauchen unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Hinweise oder für unterschiedliche Strukturen. So, und das sehe ich als das größte Problem. Wir als Politik geben Ratschläge, wir geben notfalls Gesetze, aber die Verwaltung handelt für sich selbst. So, und da kann man nur sagen, als Ratsherr kannst du zur Verwaltung gehen und kannst sagen, Jung, jetzt lass uns mal Tacheles reden, wo hast du denn ein Problem? Hast du zu wenig Geld, zu wenig Personal, zu wenig Sachleistung oder sonst was? Und das gebe ich dir als Politiker. Alles andere, ja, geht nicht. Ja, vielen Dank. Also ich habe mich gerade sehr kurz gefasst. Man kann das Ganze natürlich deutlich ausformulieren. Es ist natürlich so, Oliver Wegner hat selbstverständlich recht. Bei der Unterbringung in eine Gastfamilie handelt es sich um eine Hilfe zur Erziehung gemäß SGB 8. Sie ist für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Jugendalter gedacht. Grundvoraussetzung ist, dass der für die Jugendlichen eingesetzte Vormund einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung in einer Gastfamilie stellt. Und dieser durch das Jugendamt der Stadt Köln bewilligt wird. Hierbei handelt es sich immer um eine Einzelfallentscheidung. Erreichen die Jugendlichen während der Unterbringung die Volljährigkeit, können sie die Verlängerung der Hilfe beantragen. Mir ist das wichtig, denn sonst würden sie rausfallen aus dieser Geschichte. Das heißt, natürlich reden wir darüber, ist das Kind überhaupt dafür geeignet, will es das, ist die Familie dafür geeignet. Wir können aber am Ende des Tages mal sagen, wahrscheinlich sind Menschen in der Lage, die diese Prüfung durchlaufen haben, einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aufzunehmen. Leute, es ist nicht schwer, Kinder großzuziehen. Das darf jeder. Dafür muss man nicht mal einen Führerschein machen. Da kann man ja anderer Meinung sein, dass das richtig ist. Aber. In Köln gibt es das Programm, bei uns auch. So. A, wie viele Eltern haben sich dort gemeldet und welche Kinder möchten die gerne aufnehmen? Also es gibt noch gar keine Werbung dafür. Es haben sich 55 Familien in Köln mittlerweile gemeldet, ohne dass es Werbung dafür gab. Es wird jetzt eine Plakatklebeaktion geben, nächsten Monat geht die los und dann melden sich hoffentlich noch ein paar mehr. So, am Ende des Tages will ich natürlich nicht, dass jeder zweite Jugendliche zu irgendwas verdonnert wird. Es muss freiwillig sein auf allen Seiten, das ist sowas von klar. Ich weiß auch nicht, warum wir über sowas diskutieren müssen. Aber es geht mir letzten Endes nicht darum, dass man grundsätzlich Jugendliche in Flüchtlingswohngruppen steckt oder in irgendwas anderes, sondern es geht mir darum, dass wir keine Parallelgesellschaften wollen. Und da müssen wir verflixt nochmal dann auch unsere Herzen, unsere Wohnungen auch öffnen und Menschen zu uns reinlassen und das anbieten. Und da würde ich das einfach mal positiv bewerten. Okay. Jetzt haben wir Nicole und dann hier vorne die beiden. Danke. Also erstmal dazu zum Thema Flüchtlingskinder oder Jugendliche unter 18. Wer sagt mir, dass ein Flüchtlingsjugendlicher, nur weil er vielleicht 19, 20 oder 21 ist, auch das geistige Alter eines für uns 19, 20 oder 21-Jährigen in einer normalen, in Anführungsstrichen gesunden Umwelt aufgewachsen ist. Ich habe seit Ende August bei mir wohnen ein junges Mädchen, die ist 21, kommt aus einem der sogenannten sicheren Herkunftsländer. Ich habe sie über Willkommen Flüchtlinge bekommen,
über die AGESRA in Köln. Das ist eine Organisation von Migranten, Migrantinnen, die sich inzwischen in Deutschland eingelebt und eingebürgert und auch zum Teil auch Deutsche sind. Inzwischen organisieren sich, um diesen Mädchen zu helfen, jungen Frauen. 21 sagt man junge Frau. Sie ist inzwischen wie meine dritte Tochter. Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Meine Große studiert im Ausland. Die hat ihr Zimmer zur Verfügung gestellt und dieses Mädel wohnt bei uns und wir sind ihre Ersatzfamilie, neue Familie. Aber wenn ich sie jetzt gleichstellen würde mit Jugendlichen ihres Alters, würde ich sagen, sie ist 16. Weil sie mit 14 aufs Feld musste, Feldarbeit geleistet hat, mit 17 zwangsverheiratet wurde, ein Kind hat, das man ihr weggenommen hat, als 5 Monate alt war, schwere psychische Schäden hat. Das alles wusste ich nicht, als wir uns kennenlernten. Und automatisch, ich war mit meiner jüngsten Tochter dort, wir haben uns kennengelernt in Köln, wir haben zusammen mit einem Mädel von dieser Organisation einen Kaffee getrunken, haben gesagt, okay, der Funken ist übergesprungen, du kannst bei uns einziehen. Sie war bei uns und ist seitdem bei uns und ist, wie gesagt, viertes Kind im Hause, wird bei allen Familiensachen mit eingebunden, aber sie ist schwer traumatisiert, selbstmordgefährdet, einen Selbstmordversuch hat sie schon hinter sich. Daraufhin wurde sie 2 Wochen in die Geschlossene gesperrt. Das war noch bevor sie zu uns gekommen ist. Sie war bei ihrer Tante in Köln. Von der ist sie dann in ein Frauenhaus gegeben worden, weil die Gefahr bestand, dass ihr Vater kommt und sie umbringt. Also, wie gesagt, ich wusste von dem allen nichts. Hab 3 Kinder zu halbwegs normalen Menschen erzogen und habe jetzt dieses Mädel noch dazugekriegt. Und ja, ich bin da reingelaufen. Ich hatte keine Ahnung, aber ich würde alles dafür tun, dass dieses Mädchen bei uns bleiben kann und ich werde... Und wenn ich mich auf den Kopf stelle, ja, und Mambo tanzen muss, ist mir egal. Aber die bleibt. Und das ist, ich glaube, es ist immer egal, was kommt. Das ist auch mit den Flüchtlingen, das ist, wenn man diesen Menschen gegenübersteht, so wie ich es gemacht habe, ich werde ja nachher noch darüber berichten, wenn man an der Grenze steht und man macht dieses Crowd-Management und muss einen finden in einer Gruppe von vollkommen fremden Menschen, der vielleicht 3 Sätze Englisch spricht, damit man dem erklären kann, warum die jetzt hier gerade stoppen müssen und nicht weitergehen können. Und man sieht denen die Panik sowas von ins Gesicht geschrieben, aber man muss ihnen erklären, sie müssen hier warten und es kann auch 1 Stunde, es kann auch 2 Stunden, es kann aber auch 8 Stunden dauern, man weiß es nicht, weil man nicht weiß, wann die Grenze wieder aufgeht. Ja, dann findet man einen, der das übersetzt und der das allen sagt und dann entsteht eine Ruhe. Es ist halt, am Ende des Tages kommt es auf das Persönliche an. Es geht nur so. Und auch diese Kinder, die kann man nur Menschen gegenüberstellen und entweder springt da der Funke über. Zum Beispiel, wenn eine Familie mit eigenen Kindern jemanden aufnehmen würde, würde ich immer sagen, geht mit euren Kindern dahin, lasst die Kinder entscheiden. Da nützt die beste Schulung nichts. Wenn das Herz nicht dabei ist, dann braucht man auch keinen Flüchtling aufzunehmen. Das heißt, man muss sich riechen können, die Chemie muss bleiben. Ja. Die Verwaltung kann den Bürger ja nicht dazu zwingen, die Leute aufzunehmen. Das ist immer nur das freiwillige Engagement. Deswegen sind diese Initiativen ja auch wichtig. Ne? Absolut richtig. Wir haben jetzt hier eine Wortmeldung und hier eine. Und vielleicht. Okay. Dann hast du dich gemeldet. Ich habe noch eine ganz kurze. Hast du noch? Und dann, wer ein Schlusswort möchte, ich muss es gar nicht haben, der darf es denn gerne, darf gerne daran sagen. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Runde auch so langsam, aber sicher und gehen alle gemeinsam zum Rauchen oder was auch immer. Nein, Spaß beiseite. Wenn euch das recht ist, wir sind ja noch ein bisschen hier, könnt ihr es auch so noch austauschen. Also ich denke, beide Situationen sind vollkommen vernünftig dargestellt und auch geschildert. Die Intention von Lisa kann ich ebenso verstehen wie deine Anmerkung, dass die gesamte Familie inklusive Kinder, die eventuell vorhanden sind, der Entscheidung, jemanden zu sich zu nehmen, aufgeschlossen gegenüberstehen müssen. Ich denke aber auch, dass wir mit der Unterbringung der unbegleiteten Minderjährigen auch in Erziehungsvereinsheimen, die wir ja auch durchaus im Rheinland haben, schon mal ein Stück weiter sind. Denn dort sind ja auch Psychologen vor Ort, die sich mit der Situation der Kinder befassen werden. Ich denke auch weiter, dass wir mit der ganzen Flüchtlingsproblematik unsere Kinder, die alleine in prekären Situationen sich befinden und
hier in Deutschland schon aufgewachsen sind, nicht vergessen dürfen bei der gesamten Problematik. Auch die haben einen Anspruch, von uns gestärkt zu werden. Also da müssen wir schon sehen, vielleicht, dass wir alle zusammen mal gleich geschaltet fahren und nicht nur uns fokussieren nur auf den Bereich sozialer Probleme bei den Flüchtlingen. Das kam mir jetzt also ein bisschen so vor, als fokussieren wir uns zu sehr auf den Bereich Hilfe für Flüchtlinge. Ja, trotzdem gehört das dazu, Martin. Bei dem Vernetzungstreffen, Flüchtlingsvernetzungstreffen im Landtag, da war diese Essener Bürgerinitiative da, jetzt weiß ich nicht mehr genau den Namen. Die haben super, eine super Sache gemacht, gerade weil du das sagst, dass man auch die Deutschen bedenken muss, denen es auch nicht so gut geht. Die haben Aktionen mit Flüchtlingen für Obdachlose gemacht. Das ist ein hervorragender Ansatz, damit diese Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die sind durch die Innenstadt gezogen und haben warme Suppe im Bollerwagen zusammen mit Flüchtlingen an Obdachlose ausgegeben. Dieser Gedanke, den finde ich ganz wichtig, vielleicht findet man da vor Ort bei sich zu Hause auch noch eine Idee, wo man das auch machen kann, vielleicht auch für Hartz-IV-Empfänger oder so, dass man die zusammenführt. Ich möchte dir danken. Das ist hervorragend gewesen heute. Ich nehme viele Ideen mit und wir schließen uns noch kurz und vernetzen uns. Ja. Danke euch.